Ich lese dir mal einen Bibeltext vor. 2. Korinther 5, Abvers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Halleluja! Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Eine super coole, super starke Bibelstelle, die genial viel drin hat. Aber vor allen Dingen für mich wichtig ist diese Aussage, Botschafter. Botschafter zu sein, Botschafter für das Reich Gottes, Botschafter für das System Gottes, Gesandte, Ausgesandte vom Herrn der Herren und vom König der Könige, und das gilt für dich und das gilt für mich. Wir sind Botschafter an Christi Statt. Und diese Sache ist absolut grandios. Wenn wir dafür ein Verständnis bekommen, was das bedeutet. Was heißt denn diese Position eines Botschafters? Schau, du musst dir das mal vorstellen, zu Jesu Zeiten. Da war, sagen wir mal, der Kaiser in Rom, der Cäsar, ja, wenn der irgendjemand als Botschafter wohin gesandt hatte, dann musste das jemand sein, der eine absolute Vertrauensposition wahrgenommen hat. Das musste jemand Vertrauenswürdiges sein, von mir aus der eigenen Familie oder sowas, dem der wirklich vertrauen konnte. Denn der Botschafter hätte ja sonst was machen können. Hätte ja beispielsweise auch einen Putsch irgendwo anzetteln können, was auch tatsächlich teilweise vorgekommen ist. Oder hätte ja da irgendwelche Maßnahmen machen können, hätte mit irgendwelchen Leuten Allianzen geschmiedet oder. Kurz und gut, hätte sich nicht im Sinne des Herrn, der ihn ausgesandt hat, verhalten. Ein Botschafter musste also jemand sein, der absolut vertrauenswürdig war, denn die Informationswege damals waren ja sehr lang. Bis da irgendwas dann nach Rom von mir aus gekommen wäre, hätte ja Monate gedauert. So, also, wenn Jesus sagt, oder wenn die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Statt, dann ist das eine grandiose Aussage, weil er sein Vertrauen uns gegenüber damit zum Ausdruck bringt und weil wir wissen dürfen, wir haben die Position, von ihm gesandt zu sein, in seinem Namen, an seiner Statt. Das ist sowas von eine hohe, fast würde ich sagen, majestätische Position, die er uns schenkt, die er uns anvertraut. Das ist absolut, absolut, also einzigartig ist das. Wir sind Botschafter an Christi Statt. Das müssen wir verstehen. Und das kannst du dir jetzt vielleicht mal so vorstellen. Du hast irgendein Land, absolut elend, absolut arm, korrupt, versaut, verdorben, miese Leitung, die Infrastruktur, alles kaputt, voller Not, so richtig, richtig verdorben, richtig, richtig verrottet, schreiende Ungerechtigkeit, schreiende Not, so ein Land. Und dann kommt ein Botschafter, ja, wird ausgesandt von einem anderen Land in dieses bettelarme Land. Ja, ein Botschafter, der von einem anderen Land kommt, wo es Wohlstand gibt, wo es eine super gute Regierung gibt, wo es ein absolut geniales Sozialsystem gibt und so weiter. Jetzt kommt dieser Botschafter in das arme Land. Er ist aber immer noch Bürger seiner Heimat. Er ist nicht Bürger von diesem armen Land, obwohl er jetzt für befristete Zeit in diesem armen Land ist. Ja, er gehört zu seinem Land, was ihn ausgesandt hat. Von daher bekommt er seine Versorgung und was immer notwendig ist. Und er untersteht dem Rechtssystem seines Heimatlandes und so weiter. Er ist Botschafter. Er ist zwar in dem armen Land, aber er ist nicht von dem armen Land. Und genau das ist es, was für uns gilt. Wir sind Botschafter des Himmels, hierher gesandt, in diese sterbende Welt, aber wir unterstehen nicht diesem elenden System dieser Welt, sondern wir unterstehen dem grandiosen Land des Himmels mit einer unvorstellbar genialen, guten, weisen Führung. So ähnlich musst du dir das vorstellen, wie unsere Position ist. Und jetzt hole ich wieder die Tafel, die uns schon die letzten beiden Wochen begleitet hat.
Genau, wunderbar. So, also, nochmal zur Erinnerung. Wir hatten gesagt, wir machen eine Linie, eine Trennung und sagen, hier haben wir das Reich der Welt. Das Reich der Welt. Ja? Das Reich der Welt ist endlich. Ja? Unten ist Satan, der dieses Reich beherrscht. Und da leben dann so eben die Menschen eben drin, die werden hier reingeboren und versuchen dann irgendwie zu Macht, Ansehen, Reichtum und sonst was zu bekommen. Das Reich der Welt orientiert sich nach hier, Macht, Reichtum, Position und so weiter, ist also alles, was dann, sagen wir mal, hier Richtung Satan geht. Ja, da haben wir dann die Elite, was alles, sagen wir mal, Position, Reichtum ist. Also darüber haben wir gesprochen in den letzten beiden Wochen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann kannst du dir das gerne mal anschauen, um da tiefer einzusteigen. Ja, wir haben dann gesagt, das ganze Ding ist im Grunde genommen so, dass du hier Tod hast, Not hast, Elend hast, Lüge hast, Finsternis hast, das Reich der Welt. Also in dem Bild, was ich gerade gesprochen habe von dem Botschafter, einfach das arme Land, das korrupte, elende, geschundene Land. Das Land, wo irgendwelche verrotteten Eliten einfach die Menschen quälen und piesacken, ja? Das ist dieses System Reich der Welt. Gut. Das Reich Gottes ist genau entgegengesetzt. Geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Je mehr Macht man in der Welt hat, desto weiter entfernt man sich vom Reich Gottes. Ja? Je doller der Name in der Welt ist, desto mehr wird der entfernt man sich vom Reich Gottes. Wie gesagt, habe ich vor zwei Wochen erklärt, kannst du dir anschauen, wenn du das nicht gesehen hast. Und es gibt nur zwischen diesem Reich der Welt und dem Reich Gottes eine einzige Möglichkeit, eine, hindurchzukommen. Und das ist Jesus Christus, indem man ihn als Herrn und Retter annimmt, um durch Weg, Wahrheit, Leben hineinzukommen, durch dieses Tor ins ewige Leben, ins Reich Gottes. Er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Und im Grunde genommen war es so, Gott hat hier aus seinem Reich eine Invasion gemacht in dieses Land der Lüge mit Christus. Er kam hier in diese Welt hinein und hat den Leuten gezeigt, wie es eigentlich ist, wie man im Reich Gottes lebt. Das hat den Hass der Menschen und so weiter natürlich, der Leiterschaft und was nicht alles hervorgebracht. Letztlich starb er, aber dadurch, dass er auferstanden ist, hat er diesen Weg ins Reich Gottes freigeboxt, hat eine Tür geöffnet, einen Weg gemacht, eine Brücke gemacht, wie immer du es nennen willst. Ja, und jetzt ist der Weg offen. Jeder Mensch, der hier ist und der will, kann durch den Weg, durch die Brücke Jesus Christus ins ewige Leben hineinkommen, ins Reich Gottes hineinkommen. Halleluja! Deshalb hier das Kreuz, deshalb hier Leben und deshalb hier auf der Seite Tod. Gut, soweit also zur Erinnerung, das hier mit dieser Skizze. Wenn du also dir jetzt bewusst machst, das hier ist das reiche, wohlhabende Land mit genialer Führung, genialer Versorgung, Gerechtigkeit, allem perfekt. Und von hier aus werden Botschafter gesandt hier in dieses Land von Not und Elend und Lüge. Dann haben die, ich sag mal, wie kleine Invasoren, sind das auch Leute, die das System Gottes hier repräsentieren. Die sind Repräsentanten, sie sind Gesandte, sie sind Vertreter. Ja, Gott sendet uns also als Botschafter Repräsentanten Vertreter Gesandte von hier nach hier. Das bist du. Dazu gehörst du. Du bist aus diesem System des Reiches Gottes, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, gesandt in das System der Welt. Aber nicht als irgendwie
ich sag mal, klein Hempfli-Bempfli, was dann hier durchs Leben eiert, sondern als ein Botschafter des Höchsten, als ein Repräsentant Gottes, als ein Vertreter des allmächtigen Herrschers, als Gesandter des Königs, der aller Könige. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja? Dennoch ist es hier in dem Land von Lüge und von Not und von Elend und von Betrug, ist es natürlich gefährlich. Deshalb sagt Jesus, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Beispielsweise. Das ist durchaus gefährlich. Dieses System der Lüge, der Finsternis, der Bosheit hasst natürlich die Vertreter des Reiches Gottes. Und vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass die Welt nicht unbedingt dein großer Fan ist. Beziehungsweise andersrum gesagt, wenn die Welt dein großer Fan ist, solltest du prüfen, wie weit du wirklich von hier ausgesandt bist. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Bibelvers an, den ich dir gerade vorgelesen habe. 2. Korinther 5, Abvers 17. Da heißt es, ist jemand in Christus? Heißt, ist jemand hier? Ist jemand Teil des Reiches Gottes? Ist jemand von hier? Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neu ist es geworden. Warum? Weil er hier durch diesen Weg gegangen ist, neu geboren ist, eine neue Geburt erlebt hat, wiedergeboren ist. Der alte Mensch ist gestorben, wie gesagt, da ist die Taufe ein Bild für und jetzt ist er hier, eine neue Kreatur. Und als diese neue Kreatur wird er gesandt. Ne? Dann geht es weiter. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Durch diesen Weg hier durften wir mit Gott versöhnt sein. Das ist der einzigste Weg der Versöhnung, der Rettung, der Erlösung, der Befreiung, der Weg zu Gott, der Weg der Versöhnung. Ja? Durch Christus. Und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Also wir sind jetzt, haben das Amt, die Versöhnung zu predigen. Wo? Hier. Und dann geht's weiter. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Andersrum gesagt, kommt ins Reich Gottes. Bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Nehmt Rettung an. Ihr könnt erlöst werden, ihr könnt gerettet werden, ihr könnt ins Reich Gottes kommen, ihr könnt ewiges Leben haben, ihr könnt alles haben. Es gibt eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Vor Jesus gab es diese Möglichkeit nicht. Ja? Das war nur voraushelfende Vergebung und so weiter. Jetzt ist der Weg wirklich geöffnet für uns und wir dürfen ins Reich Gottes kommen. So, und du und ich, wir haben diesen Weg, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, genommen. Wir sind zum Herrn gekommen, wir haben Ja gesagt zu ihm, wir haben uns retten lassen. Wir haben gesagt, Jesus, ich akzeptiere, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich brauche nicht in diesem elenden Land der Lüge zu bleiben, sondern ich kann in das Reich Gottes kommen. Ich kann neu geboren werden, ich kann eine neue Kreatur sein, das Alte ist vergangen. Du siehst noch genauso aus wie vorher. Aber im Geist ist etwas völlig Neues, eine andere Spezies. Verstehst du? So, Reich Gottesbürger, Himmelsbürger, so nennt es die Bibel. So, und von hier aus sagt Gott jetzt, ja, ich sende dich hier wieder rein, in dein Umfeld, die Menschen, mit denen du so gegangen bist, in deinen Job, in deine Arbeit, in deine Familie, was auch immer, ja, aber jetzt nicht mehr so wie vorher, sondern jetzt als Repräsentant des Systems des Reiches Gottes. Das ist sowas von genial, wenn wir uns dessen bewusst werden, wer wir sind hier in diesem elenden, verrotteten Land dieser Welt, in dem wir uns befinden. So, und unser Job als Botschafter, Repräsentanten, Vertreter, Gesandte und wie immer du das nennen willst, ist die Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, den Menschen zu sagen. Hier überall. In allen Lebensbereichen, auch hier, bei Richtung der Elite und den finsteren Gestalten und was nicht alles, überall, wo Menschen sind, sind wir hineingesandt, sind wir hingeschickt. Und unser Hauptjob ist, zu sagen, hey, es gibt einen Weg, lasst euch versöhnen mit Gott, komm ins Reich Gottes. Hey, du wirst von Gott nicht hierher geschickt mit dieser ganzen Power und dieser ganzen gewaltigen Autorität, um hier so ein bisschen dein Leben zu leben. Karriere zu machen, ein bisschen Geld zu machen, schönes Leben zu haben, Häuschen zu bauen, toll. Ja, was man so eben so als Zwecke und Ziel hat.
Das ist vorbei, wenn du zum Reich Gottes gehörst. Hier bist du hingeschickt worden, um etwas anderes zu machen, nämlich Menschen ins Reich Gottes zu bringen. Ja, das ist unser Job. Wir sind nicht hier, um Geld zu verdienen. Wir sind nicht hier, um politisch korrekt angepasst irgendwie uns durchs Leben zu eiern. Ja, möglichst unbeschadet durchzukommen und dann mal irgendwann in der Ewigkeit im Himmel zu sein. Hey, das ist nicht christliches Leben. Christliches Leben ist, du bist Repräsentant des Höchsten in diesem verrotteten System, um Menschen den Weg zu zeigen, damit sie gerettet werden. Denn das ist die Absicht Gottes. Er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Tja, cool, ne? Und wie sind wir jetzt gesandt? Wie sind wir gesandt? Guck mal, als in dieser Position schickt Gott uns nicht mit leeren Händen. Er schickt uns nicht einfach so hin und sagt, mach mal. Nein, er gibt uns die Ressourcen des Reiches Gottes dazu, um den Job auszufüllen. Und das ist ein riesiger Kampf in der Christenheit seit Pfingsten in Jerusalem vor 2000 Jahren, weil das ist, was der Feind am meisten hasst, dass die Christen kapieren, wer sie sind und dass sie auch noch anfangen, so zu sich zu verhalten, wie das, was sie sind, wie Gott sie sieht, und hier anfangen, als Repräsentanten des Reiches Gottes zu agieren und sich nicht mehr um den Dreck der Welt zu kümmern, sondern wirklich so zu leben, wie sich's eigentlich als Christen gehört. Und deshalb müssen wir verstehen, was Gott uns gibt. Und da versucht der Feind immer, miese Stimmung reinzubringen, das Ding runterzugeben mit falscher Theologie und falschen Konzepten und irgendwelchen Befürchtungen und sonst was, um ja nicht die Leute, die jetzt nun mal hier sind, in einen siegreichen, gottwohlgefälligen, Reich Gottes Lebensstil hineinzubringen. So, Gott hat uns ausgerüstet. Er schickt uns nicht mit leeren Händen. Er gibt uns eine Fülle, beispielsweise, nur ein paar Sachen, beispielsweise von geistlichen Waffen. Geistlichen Waffen. Beispielsweise, natürlich beten, alle Arten von Beten, Fasten oder Proklamieren des Wortes Gottes. Ja, aussprechen, hatten wir vorhin. Artikulieren, sagen. Ne? Das Blut Jesu, der Name Jesu, alles, was mit dem Wort Gottes zu tun hat und. Ja, Waffen beispielsweise. Und natürlich die Power des Evangeliums, weil wir sind ja da, um das Evangelium zu verkündigen, damit die Menschen gerettet werden, um die Versöhnung ihnen zu bringen. Und dann, und das ist mein Thema heute, und das ist so cool, die Gaben des Heiligen Geistes. Die Jungs hier und Mädels, die der Herr schickt, versorgt er mit übernatürlichen Gaben, mit übernatürlichen Ressourcen. Gegen die hat das gesamte System der Welt nichts aufzubieten. Das ist von unvorstellbar großer Bedeutung. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ohne diese Dinge, die Gott uns gibt, mit denen er uns ausstattet, können wir das Reich Gottes nicht bauen. Und es gibt so viele komische, dubiose theologische Konzepte, die sagen, wir machen hier und wir bauen hier und wir kümmern hier und wir bemühen uns und alles gut, aber wir schaffen das ohne den Heiligen Geist. Wir schaffen das schon so, wir machen das hier mit den Ressourcen der Welt. Und weißt du was? Alles ätzend. Tod im Topf. Funktioniert nicht. Bevor ich aber jetzt mit den Geistesgaben einsteige, möchte ich eine Sache ganz kurz vorher sagen. Und zwar, Geistesgaben sind nicht die Frucht des Geistes, okay? Die Frucht des Geistes, wie wir sie in Galater 5 kennen, ist anders. Das sind 9 Teile einer Frucht. Das ist eine Einzahl. Das Wort Frucht, was da verwendet wird, ist Einzahl, ja? Und das sind, stellst du dir von mir aus vor wie eine Apfelsine mit so kleinen Schnitzchen drin, 9 Stück, ja? Und diese Frucht wächst heran. Das ist also Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht wächst. Wie wächst die? Die braucht Zeit. Die reift dann im Laufe der Zeit heran. Das ist die Beziehung zum Herrn. Wenn wir in der Beziehung zum Herrn leben, dann wächst die Frucht. Dann werden diese Dinge in unserem Leben immer mehr hervorkommen. Das braucht Zeit, das braucht diese Beziehung, das braucht einfach Gemeinschaft mit dem Herrn. Wachstum bis zur Reife. Und das bezieht sich auf uns. Ja, diese Sachen sind Sachen, die in uns hervorkommen. Man könnte sagen, so Charaktereigenschaften, positive, die der Herr in uns wachsen lässt. Ja, du kannst also nicht einfach beten, Herr, gib mir Treue.
funktioniert nicht. Treue ist etwas, was hervorwachsen muss und was entsteht in der Beziehung mit dem Herrn. Gut, das ist Frucht 9. Neunteilige Frucht haben wir in Galater 5. Bei den Geistesgaben ist das völlig anders. Die Gaben sind, wie das Wort schon heißt, Gaben. Geschenke. Ja? Geschenke des Heiligen Geistes. Das sind übernatürliche Gaben. Also ich meine damit nicht natürliche Gaben, die es natürlich auch gibt und die auch sehr wichtig und sehr positiv sind und super sind und die der Herr auch nutzt, weil er uns dann in verschiedene Bereiche beispielsweise reinführt und jobmäßig und so weiter, wo wir eben da orientiert sind. Also es gibt natürlich natürliche Begabungen, was weiß ich, ein technisches Verständnis oder Musikalität oder der andere ist künstlerisch oder was auch immer, jemand, der gut mit Zahlen umgehen kann. Das sind ganz natürliche Begabungen, die von Gott sind und die er nutzt. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es um die übernatürlichen Ressourcen des Reiches Gottes, die der Heilige Geist uns gibt, damit wir hier den Job gut machen können. Ja? Es sind Auswirkungen, wo der Geist Gottes durch uns wirkt. Durch uns wirkt. Ich hatte vorhin gesagt, als Jesus von hier kam, war das wie eine Invasion. Schau, er kam hier rein, übrigens ungefragt, die Welt und die Hölle wurden nicht gefragt, als er kam, ne? Um hier das Reich Gottes zu repräsentieren. Und die Segnungen des Reiches Gottes flossen durch ihn in diese Welt. Heilung, Befreiung, Segnungen, Krafttaten und so weiter. Die Leute waren begeistert. Ja, vor allen Dingen die Armen, die Kranken, die Sünder und eben nicht die Elite. Ne? Na gut, das ist ein anderes Thema. Aber die Menschen waren begeistert, weil sie gemerkt haben, da ist was anderes. Sie haben gemerkt, da gibt es etwas. Er hat immer wieder vom Reich Gottes gesprochen, die Gleichnisse. Er sagt, das Reich Gottes ist wie? Und dann erzählt er irgendein Gleichnis. Ja? So, eine Invasion hier. Und von hier floss sozusagen durch ein Tor die Segnungen in die Welt um ihn herum. Er war sozusagen, wie soll ich mal sagen, wie so ein Portal, wo die Segnungen rausflossen. Wo das Reich Gottes sich manifestieren konnte, geistliches Reich, im Natürlichen in seinem Umfeld. Ja, von hier in diesem Reich der Welt. Exakt 100% das Gleiche ist es das, was er möchte, dass du und ich machen. Ja, dass wir als von ihm gesandte Botschafter hier sind und er durch seinen Geist durch uns fließen kann und die Segnungen der Himmelswelt durch uns manifestiert in diesem System. Heilung, Befreiung, Segnung, was auch immer. Gut, das ist der Plan, das ist die Absicht. Funktioniert übrigens in vielen Ländern der Welt fantastisch. In der westlichen Welt leider nicht so gut. Gibt es ein paar Gründe, warum. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, das wird sich ändern. Ach, deshalb liebe ich Prophetie. Die gibt Vision. Halleluja. Gut, so. Gaben des Heiligen Geistes, um hier den Job zu tun. Wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Okay, hier gab es also ein prophetisches Wort, Weissagung im Neuen Testament häufig genannt, was dann über diese Gnadengabe, die in Timotheus war, spezifisch gesprochen hat. Und dann haben sie die Hände aufgelegt und das wurde irgendwie freigesetzt. Schon mal interessant. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Das ist schon mal interessant. Paulus sagt, übrigens, ich muss dich daran erinnern, fach die Gnadengabe an, die in dir ist. Hast du vergessen, du hast eine Gnadengabe. Weißt du was, das ist ein Wort, das gilt für viele für uns. Der Herr hat uns Gnadengaben gegeben und wir sollten die einsetzen, wir sollten die nutzen, wir sollten sie, wie es hier heißt, anfachen. Ich komme da gleich nochmal kurz drauf zurück. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenen Gnade Gottes. Also erstmal heißt es, hier hat jeder was empfangen, mindestens eins. Ne? Und wir sollen damit dienen
Es ist zum Dienst gegeben. Ja? Wir sollen damit aktiv sein. Römer 12, Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Halleluja. Das ist wichtig. Du musst sie gebrauchen. Und ich sage dir eins, ich habe so viele Gemeinden gesehen, wo das total tot ist. Wo die Gnadengaben, die übernatürlichen Gnadengaben Gottes eben nicht gebraucht werden. Wo die nicht freigesetzt sind und schon gar nicht im Gottesdienst. Ja, da gibt es keine Zungenrede, da gibt es kein prophetisches Wort, da gibt es prophetisches Wort, da wird nicht für Heilung gebetet, da gibt es irgendwas, nur Predigt oder was weiß ich. Da ist das nicht freigesetzt. Das ist nicht der Plan der Bibel. Ja, wir haben hier in der Power, in der Autorität mit den Gaben des Heiligen Geistes zu agieren. Und wenn wir es nicht tun, dann, ich will dir eins sagen, wir werden vor dem Herrn stehen und wir werden Rechenschaft geben müssen, was wir gemacht haben, auch was wir mit den uns anvertrauten Gnadengaben gemacht haben. Okay, aber es wird noch besser. 1. Korinther 12. Das kannst du aufschreiben. 1. Korinther 12, oder wenn du eine Bibel hast, schlag es auf. 1. Korinther 12 ist das wichtigste Kapitel zum Thema dieser Gaben des Heiligen Geistes, das es gibt. Ich lese mal ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Logisch. Ganz unterschiedliche Gaben für ganz unterschiedliche Leute, der gleiche Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Okay, wir gucken uns heute die Gnadengaben an. Dienst ist nochmal ein extra Thema. Ne? Es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also jedem ist was gegeben. Und das ist zum Nutzen für den Leib Christi. Es ist zum Nutzen, damit Menschen gerettet werden. Es ist zum Nutzen für alle. Und was ist es? Es sind Offenbarungen des Heiligen Geistes. So, dann geht's weiter. Denn dem einen wird durch den Geist erstens das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung, das ist identisch mit Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt es aus, jedem besonders, wie er will. Wie er will, wie der Heilige Geist will. Die Gaben werden gemäß dem Willen des Heiligen Geistes ausgeteilt. Es sind seine Gaben, seine Geschenke. Das sind jetzt hier, interessanter hatten wir es bei der Frucht mit den 9 Teilen, auch wieder 9 Gnadengaben, die uns hier aufgeführt sind. Ich finde das absolut grandios. Also Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Heilungen, Mehrzahl, Wunderwirkungen, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede und Auslegung der Sprachenrede. Das ist das, was hier genannt sind. Geballt, Geistesgaben, Ausrüstung für die Heiligen, damit sie hier in diesem Land ihren Job tun können. In 1. Korinther 12 geht es dann weiter. Dann schreibt Paulus über viele Glieder ein Leib, über den Leib Christi. Und dann zum Ende hin des Kapitels in Vers 28 und 29 kommt er nochmals auf das Thema zurück. Und da schreibt er, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann
Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, dann Hilfeleistungen, Leitungen, Mehrzahl, Arten von Sprachen. Und dann in Vers 29 hat er nochmal eine andere Auflistung und da kommt noch dazu, die Frage legen alle aus, also Auslegung. Und wenn ich die zusammenzähle, sind es auch wieder 9. Ja, allerdings etwas anders. Gut, hier haben wir also ein Package von unterschiedlichen Gaben des Heiligen Geistes, die er uns gibt, um wirklich den Auftrag Jesu in dieser Welt zu erfüllen. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, ja, und das ist dann in 1. Korinther 12, Vers 31, kurz drauf, eifert aber um die größeren Gnadengaben, beziehungsweise eifert um die Gnadengaben. Warum? Weil das sind die Ressourcen des Himmels, die wir brauchen, um den Job tun zu können. Wir sollen uns darum bemühen, wir sollen darum eifern, wir sollen uns dann herausstrecken, wir sollen sagen, ja, ich will es haben, ja, ich bete darum, ich möchte das haben. Guck mal, es sind Gaben. Das ist nichts, was heranwächst, sondern es ist eine Gabe Gottes. Du kannst den Heiligen Geist jederzeit bitten, Herr, ich möchte diese Gabe haben. Du betest zu Gott und sagst, ich möchte diese Gabe haben. Herr, gib mir diese Gabe. Wie sagt die Bibel? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du willst prophetisch reden? Ja, dann bitte doch darum, dass der Herr das in dir hervorbringt. Gut, dann ist das Kapitel zu Ende und es folgt das Hohelied der Liebe. Und dann im nächsten Kapitel 14 geht es dann weiter. Also sehr interessant. Wenn wir uns jetzt mal so als Übersicht das anschauen, dann merken wir, hier sind schon die Gaben, die Geistesgaben und diese Dienste mit hineingemixt. Ich möchte es mal ganz kurz einfach nur mal durchgehen. Es gibt da mehrere Stellen in der Bibel, wo das aufgeführt ist, in 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, im Römerbrief und im Epheser. Ne? Und da haben wir an Erwähnung, ich fange jetzt mal an von der Anzahl der Erwähnungen her. Als erstes die Gabe der Prophetie, die wird nämlich 6-mal erwähnt. Danach kommt die Gabe der Sprachenrede, die wird 5-mal erwähnt in diesen Aufzählungen. Und dann kommt erstmal eine Weile nichts und dann kommt der Lehrer. Der Lehrer wird 3-mal erwähnt. Ja? Und dann gibt es verschiedene Gaben, die werden 2-mal erwähnt. Heilungen, Kraftwirkungen, dann wird der Dienst des Apostels erwähnt. Dann werden diese Dienste, diese Hilfsdienste und so weiter genannt und die Sache der Leitung. Und dann gibt es einen ganzen Schwung, der wird nur ein einziges Mal erwähnt. Also das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glauben, die Unterscheidung der Geister, die Auslegung der Sprachenrede und dann eben Ermahnen oder die Gabe des Gebens und auch der Barmherzigkeit, für Barmherzigkeitsdienste. Und dann kommt nochmal in dieser Aufstellung hier dann nochmal jeweils einmal der Evangelist und der Hirte, also der Pastor, die hier erwähnt werden. So, das sind also Dienste, Fähigkeiten, Ausrüstung, Geschenke, Gaben, die der Herr uns gibt, die er uns anvertraut, damit wir den gewaltigen Job, die Welt für Christus zu gewinnen, tun können. Ja? Das sind die Ressourcen, die wir haben und auf die wir zurückgreifen können und wo er sich durch uns hier in dieser Welt, in der wir noch alle sind, eben verherrlicht. Und da ist auch ein ernstes Wort zu sagen. Wir alle, jeder von uns, wird Rechenschaft dafür geben müssen, was hat er mit den anvertrauten Gaben gemacht. Denkt doch mal an dieses Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Der eine hat es vergraben, ja. Der Herr war nicht sonderlich barmherzig mit dem, ja. Das war etwas, was nicht in seinen Absichten war. Man muss mit den anvertrauten Gaben agieren. Man muss aktiv sein. Man muss von mir aus sie investieren. Man muss das damit machen. Du bist nicht hier in dieser Welt, um ein schönes, braves, bürgerliches, durchschnittliches, langweiliges Leben zu führen. Du bist Repräsentant von Gott. Das ist deine Identität. Dessen musst du dir bewusst sein. Ja? Und deshalb sagt Paulus aus, ich hatte es vorhin schon gesagt, in 1. Timotheus, hey, ihr müsst die, also zu Timotheus, du musst die Gnadengabe anfachen. Du musst aktiv sein. Bring sie in Action. Ja, anfachen. Das Wort, was da heißt, wieder entflammen. Ja, zünd das Ding wieder an. Nutze es, aktiviere es, vernachlässige es nicht. Und eine der größten Probleme, die wir haben, ist Menschenfurcht.
Und das ist doof. Wenn du hier bist und du hast Angst vor dem System hier unten, ja, dann haben wir ein Problem. Weil wir haben nicht verstanden, wer wir wirklich sind, was wir wirklich repräsentieren, was unsere Identität ist. Wir denken dann wie die Menschen hier in der Welt. Wir denken wie die Leute, die in dem bettelarmen Land sind. Der Botschafter, der aus dem sagen wir mal, Land des Segens ausgesandt wird, ganz im Natürlichen, in diese arme, elende, korrupte, versaute Nation, der denkt nicht wie die Leute dort. Ja? Der kloppt sich nicht um ein paar Speisereste. Der denkt nicht so, sondern der hat seine Versorgung aus dem anderen Land. Und das gilt für dich und mich. Unsere Versorgung ist aus dem Himmel. Ja, und das sagt doch Jesus immer wieder. Lies doch mal die Bergpredigt. Da geht es doch genau darum, dass er uns mit allem versorgt. Dass kein Mangel da sein wird, dass der Segen Gottes da sein wird, dass die Ressourcen da sein werden, egal was passiert. Ja, das ist immer und immer und immer wieder, findest du es im Neuen Testament. Ne? Alles ist da. Und wir haben nicht das Recht, unsere Gaben zu vergraben, sondern das, was er uns anvertraut hat, sollen wir tatsächlich nutzen. So, jetzt ist es aber so, diese Gaben, die ich dir hier genannt habe und die wir uns gleich ein bisschen detaillierter noch anschauen werden, die kannst du nicht lernen. Die kannst du dir nicht aneignen. Ja, da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, okay, ich will das jetzt haben und ich fange jetzt einfach an. Die kannst du dir nur schenken lassen. Du brauchst die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn und dieses Ding, Herr, bitte, ich möchte das haben. Ich möchte in dieser Gabe vorangehen. Ich strecke mich danach aus, diese Ressource zu haben. Bitte aktiviere sie mir. Bitte lehre mich, da reinzukommen. Bitte schenk mir Leute, die mir helfen, dass ich da aktiv werden kann, da reingehen kann und so weiter. Ja, also es hat was damit zu tun, dass du bittest und dass du es empfängst. Guck mal, ein Geschenk ist so, wenn du ein Geschenk bekommst, da ist der Schenkende, der gibt es dir. Aber wenn du so da stehst, passiert gar nichts. Dann wirst du das Geschenk nicht empfangen können. Es gehört dazu, dass du es nimmst. Und das ist tatsächlich ein Problem. Klingt ganz simpel, ne? Aber es gibt Menschen, da bietet Gott seit Jahrzehnten seine Gnadengaben an und die haben noch nicht kapiert, dass sie es nehmen müssen aktiv. Wie sagen die Afrikaner immer so schön? I receive. Halleluja. Wer das kapiert hat, hat schon mal viel kapiert. I receive. Ich nehme es. Ich will es für mich haben. Bete, dass Gott dich da hineinbringt und dann nimm es auch und geh damit vorwärts. Ja, das ist hier der Punkt. Und das ist genau das, was der Feind hasst und wo er sich vorfürchtet. Und das ist der Punkt, wo er mit Menschenfurcht uns versucht zu belatschen, damit wir ja nicht da hineingehen. Denn was könnte da alles passieren? Hilfe, ich bitte für einen Kranken und jetzt wird er nicht geheilt. Ach, die Enttäuschung und bla. Und dann kommt eine Fülle von irgendwelchen albernen Befürchtungen, die einen Menschen davon abhält, beispielsweise überhaupt in den Dienst reinzugehen. Meinst du, der, vor dem du dich verantworten musst, ist damit zufrieden? Die Geistesgaben sind etwas, das ist schon ein bisschen wie auf Wasser gehen. Weil du hast nichts Vorbereitetes. Weißt du, es ist ja nicht so, dass du dich hinsetzt und jetzt eine Prophetie erarbeitest. Nein, das ist auf einmal da. Wenn es originär von Gott ist, ja, wenn es richtig von ihm ist. Das tust du nicht schreiben und durchdenken und überarbeiten und dann rumfallen. Das ist eine Predigt von mir aus, aber keine Prophetie. Eine Prophetie ist etwas, was da ist, was auf einmal kommt und was im gewissen Sinne auch nicht zu steuern ist. Halleluja dazu. Wenn es zu steuern ist, kommt es durch den Verstand und der Verstand ist gefallen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen original, das, was vom Himmel, vom Reich Gottes kommt. Das ist das, was beispielsweise ausgesprochen werden muss. Ja, so, alles, was du tun kannst, ist zu sagen, Herr, gebrauch mich, ich stelle mich dir zur Verfügung, leg dein Wort in meinen Mund, ja, ich will nichts Vorbereitetes, selbst Ausgedachtetes weitergeben, sondern es muss von dir kommen, Herr, gebrauche du mich, damit wirklich hier Reich Gottes freigesetzt wird. Und das ist etwas, was so vielen Leuten Stress macht, wo sie
Furcht vorhaben, wo sie sagen, traue ich mich nicht. In der Gemeinde gibt es sowieso ganz wenig Möglichkeiten, dass sowas überhaupt geübt werden kann oder freigesetzt werden kann. Wann weiß ich denn, ob der Impuls vom Herrn ist und. Und dann gibt es Befürchtungen und alles Mögliche und es ist schwierig. Und dann kommt der Feind auch noch rein mit seinen Fälschungen, dann macht es noch schwieriger. Ja, und es ist echt problematisch. Aber der einzige Punkt, um da hineinzukommen, ist, dass du es aktivierst und probierst und übst. Ja, und wirklich sagst, okay, ich will da reinkommen. Und nach meiner persönlichen Meinung ist es so, dass die Gabe der Zungenrede wirklich extrem hilfreich ist, um das wirklich zu aktivieren. Denn stell dir mal vor, was passiert denn beim Zungenreden? Wenn du normalerweise sprichst, sprichst du natürlich aus dem Verstand raus und irgendwie durch hyperkomplizierte Vorgänge wird das dann über die Stimmbänder mit Luft und so weiter gebildet und irgendwas artikuliert sich. Übrigens ein extrem komplizierter Vorgang, ja. Aber so funktioniert es, es kommt aus dem Verstand raus. Aber wenn jemand in Zungen betet, kommt das nicht aus dem Verstand raus. Es kommt aus dem Geist. Ja? Es ist nichts, was aus dem Verstand rauskommt. Und da gibt es eine interessante Story, die ich gelesen habe, von einem Mann, einem amerikanischen Christen, der in Zungen beten konnte. Und der hatte einen schweren Autounfall und er hat sein Sprechvermögen verloren. Also da waren Nerven geschädigt, die im Grunde genommen vom Gehirn die Impulse gesendet haben, dass er über den Stimmapparat dann das artikulieren konnte. Das Gehirn hat also nicht mehr die Verbindung gehabt, um den Stimmapparat zu gebrauchen. Der konnte nicht mehr sprechen. Aber der konnte noch in Zungen beten. Warum? Weil das kommt aus dem Geist und nicht aus dem Gehirn. Genau das ist der Punkt. Und das ist eigentlich ein super gutes Bild, um uns zu helfen. Guck mal, aus dem Übernatürlichen wirkt der in dir wohnende Geist und gebraucht dich, in dem Sinne deinen Körper, deinen Sprachapparat, etwas zu artikulieren, was aus dem Geist Gottes ist. Und du sprichst das aus. Ja, du artikulierst es einfach. Ja, in dem Moment weißt du nicht, was es heißt. Du weißt überhaupt nichts. Es kommt einfach. Und genau so ist es. Du bist wie so ein Portal, wo aus dem Übernatürlichen, aus dem Reich Gottes, es hindurchfließt und sich im Natürlichen, nämlich in dem Fall in hörbarer Sprache, artikuliert, manifestiert. Das ist genau der Punkt. Hier ist etwas, was von Gott ausgeht und wie durch so ein Portal wird es hier freigesetzt. Und im Kleinen ist es genau das, was Jesus gemacht hat. Er kam von hier, war hier und hat gezeigt, wie Reich Gottes funktioniert und hat das freigesetzt. Es floss aus ihm. Er sagt, ich tue nur, was ich dem Vater tun sehe. Ich sage nur, was ich höre, dass der Vater sagt. Genauso soll es für uns sein. Und in der Zungenrede ist das eigentlich in Miniatur enthalten. Und genau so ist es. So funktionieren Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Prophetie und. Ja, und es ist extrem hilfreich, wenn man lernt, in Zungen zu beten und da reingeht, weil man dann versteht, wie die Geistesgaben eigentlich funktionieren und wie sie aktiviert werden. Und worum ist so ein gigantischer Kampf in unseren Gemeinden, so ein irrwitziges Getöse in der Theologie? Worum ist so ein Theater? Genau, um die Zungenrede, um die Sprachenrede. Weil der Teufel weiß, wenn die Leute anfangen, diese Gabe zu nutzen, wird es für ihn gefährlich. Die sprechen nicht mehr aus ihrem gefallenen Verstand raus, den er mit irgendwelchen Blödsinn bombardieren kann, sondern die fangen auf einmal an, aus dem Geist zu sprechen, Geheimnisse Gottes auszusprechen. Das wird für ihn brisant. Also fährt er seine Propagandamaschinerie auf und eine riesige theologische Wolke kommt und sagt, das ist ganz gefährlich. Ja, mit irgendwelchen dubiosen, schwachsinnigen Befürchtungen und sonst was. Und so funktioniert es bei allen Geistesgaben, auch bei Prophetie insbesondere, ja, weil wenn das freigesetzt ist, wirkt Gott durch seine Leute mitten in diesem Land der Welt, das gefallen ist. Und das hasst er, das fürchtet er, das will er nicht. Stell dir doch mal vor, jetzt wieder im Natürlichen gesprochen, dieser Botschafter
aus diesem reichen Land, gutem Land, perfekte Regierung, alles super, super Sozialsystem, kommt in dieses bettelarme, korrupte, versaute Land. Und er fängt jetzt an und erzählt den Leuten von seinem guten Land und sagt, pass mal auf, ich kann dir das Bürgerrecht von dem Land, von dem ich komme, das kann ich dir zusprechen. Du kannst das Bürgerrecht haben. Du brauchst nur einen Antrag stellen, dann kannst du das Bürgerrecht bekommen. Ja? Komm einfach mit, hier, du kannst Bürger meines Landes werden. Die Leute werden es lieben. Dann auf einmal haben die ein ganz anderes Leben. Die kommen aus dem Elend, der Not, dem Schwachsinn raus, in einen wirklichen Sinn, in eine wirkliche Versorgung. Sie kommen von hier nach hier. Meinst du denn im Natürlichen, dass die korrupte und versaute Leiterschaft dieses armen Landes das toll finden würde? Nein, sie wollen ihre Leute unterjocht halten, sie wollen die bedrängt halten, sie wollen die natürlich in ihrem System halten. Und deshalb agieren sie jetzt natürlich gegen diesen Botschafter. Und dann ist das Bild auch wirklich ausgereizt an der Stelle. Aber genau so ist es, wenn wir von hier kommen, um hier die Menschen hier hinzubringen. Dem Feind gefällt das nicht, aber den Menschen gefällt es, weil sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit und in ein völlig neues Leben kommen, ein völlig neues System, in etwas Geniales. Halleluja! So, und jetzt schauen wir uns mal diese Gaben an, die der Heilige Geist da uns gegeben hat als Ressourcen, um genial Reich Gottes zu bauen. Erstens, das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit. Vom Himmel, aus dem Reich Gottes, durch uns. Wort der Weisheit ist übernatürliche Weisheit. Also die Bibel sagt uns, wer Weisheit mangelt, der bitte darum, der Herr gibt jedem gerne Weisheit. Steht in Jakobus, ja? Jakobus 1. Weisheit steht für uns zur Verfügung. Alles, was wir tun müssen, ist darum zu bitten. Gut, aber das ist ganz generell Weisheit. Hier geht es um wirkliche, übernatürliche Weisheit. Weisheit des Herrn, Weisheit aus dem Reich Gottes, die wir hier auf einmal aktivieren können. Weißt du was? Der Feind hasst das, wenn Christen anfangen, in Weisheit zu handeln. Und ich sag dir was, es gibt viele Christen, die sind nicht weise. Es gibt auch viele Gemeinden, die sind nicht weise in dem, was sie tun und das, was sie nicht tun. Diese Weisheit, um die es hier geht, ist nicht erworben, die ist nicht erlernt, die ist übernatürlich. Die ist von der Weisheit Gottes. Ja? Die ist etwas, was über den menschlichen Verstand, das menschliche Erfassen hinausgehend ist. Ja? Wo man sagt, Moment mal, in dieser Situation. Und dann kommt irgendein Vorschlag, der eine Lösung ist, an die keiner gedacht hat. Weisheit Gottes. Wo man weiß, was in welcher Situation das Richtige ist zu tun. Ja? Ohne, dass man da jetzt, wie soll ich mal sagen, Riesenkomitee haben muss oder sonst was, sondern einfach göttliche Weisheit, die freigesetzt ist. Göttliche Weisheit, die freigesetzt ist. Ne? So, dieses Wort ist ein Reden Gottes, was dann kommt. Wo man sagt, ich glaube, in dieser Situation können wir so oder so oder so vorwärts gehen. Und auf einmal weißt du genau, das ist die Lösung. Das ist das, worum es geht. Ja? Da ist der richtige Zeitpunkt und die richtige Anwendung dabei. Das muss nicht unbedingt spektakulär sein. Das muss nicht unbedingt, sagen wir mal, im Rahmen eines Gottesdienstes oder so passieren. Ja? Das kann ganz schlicht Teil eines normalen Gesprächs sein, wo der Herr deine Worte gebraucht, um Weisheit in das Leben des anderen Menschen hineinzugeben. Göttliche Wahrheit, göttliche Einsicht. Ja? Das kann sein, dass das weder übernatürlich klingt, noch dass das übermäßig religiös klingt oder sowas, sondern einfach im Gespräch ist, einfach ganz positiv ist. Das ist diese Weisheit, die von Gott kommt. Eine Weisheit, die so wichtig ist, die wir brauchen. Ich hatte mal eine Predigt gehört, schon länger her, da hatte der Sprecher das wirklich auf den Punkt gebracht. Er hatte alle möglichen Probleme beschrieben und letztlich sagt er, das eigentliche Problem, was wir haben, ist, uns fehlt Weisheit, wie wir mit den Dingen umzugehen haben.
Und das war wirklich interessant. Also Weisheit ist etwas, was uns so mangelt. Und die Bibel sagt, ey, bittet darum, der Herr gibt sie. Mach den Mund auf, bete ihn und du hast tatsächlich diesen Zugang zur Weisheit. Und wenn du ihn bittest, dass er dich gebraucht als Botschafter, Repräsentant, Vertreter, Gesandter, das Wort der Weisheit weiterzugeben, beispielsweise in deiner Firma, wenn es da schwierig ist, beispielsweise in einer Ehe, beispielsweise in irgendeiner Situation, die jetzt problematisch ist, ja, Weisheit, dann ist das wirklich etwas, was Reich Gottes hier in dieser Welt bauen kann. Weisheit ist etwas, was der Feind zutiefst hasst. Und seine Agenten hier unten, eins ist verblüffend, ihnen fehlt Weisheit, wirkliche, echte Weisheit. Schau dich um in der Welt und du wirst feststellen, die diversen Eliten, was immer sie sind, da fehlt die Weisheit. Okay, das nächste ist das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis klingt ja ganz ähnlich, ne? Ist auch ein bisschen ähnlich, ist aber noch ein Zacken schärfer, ist nochmal auf einem anderen Level. Es für, nach meinem persönlichen Verständnis ist das Wort der Erkenntnis sowas wie eine Mischung, eine Mixtur aus dem Wort der Weisheit und aus Prophetie. Ja? Da ist nicht nur Weisheit drin, sondern da ist noch ein Wissen drin, was wirklich nochmal in eine Situation hineinspricht. Ich werde dir das mal hier vorlesen. Ich habe nämlich hier in einem Büchlein ein Beispiel gefunden, wo der Evangelist Daniel Kolender, den ich übrigens persönlich kenne, der hat hier oft so ein Wort der Erkenntnis, was er gebraucht und wo er dann in der Predigt, und er steht da vor einer Menge Leute, wo der Herr durch ihn dieses Wort der Erkenntnis schenkt. Hier ein Beispiel. In der Stadt Kafanchan in Nigeria empfing ich ein Wort der Erkenntnis. Also wie gesagt, er ist beim Predigen, Menschenmasse von vielleicht 100.000 Leuten oder mehr vor ihm. Über HIV, AIDS. Ein junger Mann im Endstadium dieser Krankheit, als er das weitergegeben hat, fiel im gleichen Augenblick unter der Kraft Gottes zu Boden. Also als er das ausgesprochen hat. Er hat gesagt, Wort der Erkenntnis vom Herrn, hier ist jemand, der AIDS hat und so weiter, im Endstadium. Unter der Kraft Gottes fiel er zu Boden. In der Nacht träumte er, dass Jesus zu ihm kam und ihm sagte, dass er geheilt sei. Er ging am nächsten Morgen zum Arzt und ließ sich untersuchen. Am gleichen Abend brachte er die Diagnose zur Veranstaltung mit. Ich hielt den Befund in meinen Händen und las ihn der versammelten Menge von mehr als 220.000 Menschen vor. HIV negativ. So, das ist beispielsweise ein Wort der Erkenntnis, ja, wo dieser Impuls von Gott kommt, hier ist jemand, der diese oder jene Situation hat. Ja, hier ist jemand, der hat ein Baby verloren. Aber der Herr sagt, ja, hier ist jemand, der ist in Schwierigkeiten mit seiner Firma. Aber der Herr sagt, hier ist jemand, der hat dieses oder jedes Problem. Hier ist jemand, der hat Krebs im Endstadium und so weiter und so weiter. Das sind Worte der Erkenntnis, die nicht zu wissen sind, sondern Impulse, die vom Heiligen Geist kommen. Ja? Und wo man dann einfach sagen muss, okay, ich lasse es einfach raus. Ich spreche es einfach aus. Ich lasse es einfach mal raus. Und du wirst sehen, wenn du damit beginnst, dass Menschen in gewaltiger Weise dadurch gesegnet sind. Es ist eine gigantische, gigantische Gabe, ja? wenn man so spricht. Das ist etwas, was auch extrem wichtig ist in Seelsorge, im Befragungsdienst und so weiter. Diese Erkenntnis vom Herrn, was ist hier eigentlich los? Im Normalfall ist das nichts, was man permanent besitzt, wie die ganzen Geistesgaben, sondern was dann kommt, in dem Moment. Ja? Also ein Prophet, der immer prophezeit, das halte ich für sehr, sehr problematisch. Ja? Normalerweise, so wie ich das kenne, ist das etwas, wo der Herr dich gebraucht und auf einmal fließt etwas.
Und dann ist auch wieder gut. Ja? Dann hört das auf. Und in einer anderen Situation dann vielleicht ganz anders. Es ist nicht etwas, was wir zur Verfügung haben, sondern was wir, wo wir wie ein Kanal sind, wo der Heilige Geist durch uns wirken kann. Ja? Es ist in diesem Moment geschenkt. Eine super coole Gabe, eine wichtige Gabe. Eine Gabe, wo ich wirklich glaube, dass der Herr uns da hineinführen will und dass er das gebrauchen will. Und es ist gut, wenn du dich danach ausstreckst. Und ich habe gerade jetzt tatsächlich einen Impuls. Und ich glaube, hier sind Menschen, mehrere Menschen, die wünschen sich die Geistestaufe. Die wünschen, im Heiligen Geist getauft zu werden. Die wollen diese Berührung Gottes haben. Die wollen eine Berührung Gottes haben, die ihr Leben durchdringt, die sie jetzt erfüllt. Und im Namen Jesus Christus spreche ich zu. Empfang das Feuer des Heiligen Geistes. Ich proklamiere, dass der Segen Gottes jetzt auf dich kommt, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt und dass du in Zungen sprechen kannst. Dass es fließt, dass es fließt, dass es fließt. Ich erkläre, die Blockaden sind weggenommen und da ist Freiheit in dir jetzt drin. Und dann glaube ich noch einen Impuls. Da ist eine Frau, du bist im 7. oder 8. Monat schwanger. Und du hast Angst, das Baby zu verlieren. Du hast Angst, dass es eine Frühgeburt wird. Du hast Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Der Herr sagt, du wirst einen ganz gesunden Jungen ganz normal zur Geburt bringen. Yes. Das spreche ich aus über dir. Dass diese segnende Berührung des Herrn jetzt in dich hineinkommt. Guck, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das mir nicht vorher überlegt, sondern das ist etwas, was in dem Moment kommt. Und das ist das, wenn ich sage, das ist so ein bisschen wie auf Wasser gehen. Du fängst einfach an und sprichst es aus. Ja, du bist nur der Kanal. Ja, das ist nichts, was ich habe oder was ich mir angelesen habe oder über was ich verfüge, sondern es ist nur etwas, was ich weitergebe. Kannst du dir so ähnlich vorstellen wie so ein Briefträger? Ja. Sagen wir mal, du erwartest einen extrem wichtigen Brief für dich. Ja? Ein Brief, sagen wir mal, wo Heilung drin ist. Nur als Beispiel. Ein Brief. Und irgendwann klingelt es an der Tür und der Briefträger ist da und hat den Brief. Dann gehst du nicht zu Boden und sagst, oh, du edler Briefträger, wie wunderbar, dass du mir diesen Brief, ich werde dich ehren, ich werde dir einen Namen rühmen und bla bla. Sondern sagst, prima, warte ich schon drauf, vielen Dank. Nimmst das Ding, machst die Tür zu. Der Briefträger hat seinen Job getan. Du dankst dem, von dem der Brief ist. Das ist der Herr und nicht dem Überbringer. Und das ist vielfältig in der Christenheit falsch verstanden worden. Der Überbringer, der Kanal, wo sich die Segnung kommt, ist schon wichtig, den brauchst du. Weil sonst kommt es nicht zu dir. Aber er ist nicht das, der dir gibt. Sondern es kommt immer, immer, immer vom Herrn. Es kommt immer von hier, durch diese Menschen, die das hier freisetzen. Und je besser die im Geist sind und je besser die sich dem Herrn hingeben, desto genialer wird das hier sein. Aber der Dank gehört nicht denen, sondern der Dank gehört dem Herrn. Amen? Richtig. Okay, die nächste Gabe ist Glaube. Glaube. Also über Glaube, da gibt es natürlich viel Literatur, ne? Und das ist natürlich ein riesiges Thema. Und Glaube ist so ein großer Begriff, dass man da wirklich auch ein bisschen was erklären muss. Schau, es gibt natürlich zum einen den ganz normalen Glauben. Also einfach so, was man so glaubt. Ja? Also ich glaube, morgen schneit es. Ja? Ich glaube, Corona-Verbrecher werden ins Gefängnis kommen. Ich glaube, morgen kommt der Bus nicht. Ja? Ich glaube, der Pilot weiß, was er macht und ist ganz bei Sinnen und auch nicht betrunken, wenn ich in das Flugzeug steige. Weißt du, das sind solche Sachen, was man einfach glaubt. So Vertrauensbasis, das ist ganz basic. Ne? So, das ist der Glauben, wie es die Welt versteht. Dann gibt es natürlich den Glauben, der eine andere Kategorie hat. Der Glaube nämlich, der ergreift
was Jesus für uns getan hat, wenn wir noch hier sind, und sagt, jawohl, ich gehe hier rein und werde gerettet. Der Glaube, dass wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen, der Glaube, der aktiv ist, der sagt, ja, ich nehme das, I receive, ne? Ich nehme diese Errettung für mich an. Epheser 2, Vers 8 als Beispiel. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Aha. Ne? Also Glauben, der eine andere Kategorie hat. Glauben, der ein anderes Level hat. Glauben, der darüber hinaus ist. Und dann gibt es eben noch die Gabe, die Geistesgabe des Glaubens. Also wirklich etwas, was darüber hinaus ist. Ja, die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ein Glaube, der so unerschütterlich ist, der lässt sich nicht davon abbringen, egal was passiert. Egal was passiert. Ja, das ist nicht immer verfügbar, sondern der Mensch, der diesen Glauben hat, der hat den Glauben für dieses Ding. Und ich sag mal, der kann die Welt untergehen, der behält den Glauben. Der ist nicht davon abzubringen. Dieser Glaube ist etwas, was zutiefst in ihn hineingepflanzt ist durch den Heiligen Geist. Und durch diesen Glauben kann der gewaltige Dinge freisetzen. Das ist ein Glaube, der Dinge freisetzt. Der wirklich Dinge bewegt. Ein gewaltiger Glaube. Ja? Also beispielsweise, ein Beispiel, wo ich jetzt, oder wo wir, ja, so einen Glauben haben, ist dieses prophetische Impuls. Dieser Traum, das war ein Traum von Philipp und von der kleinen Salome, mit dieser Lichtkugel, der Lichtkugel von Wahrheit, von Licht, die auf all diese Lüge und diesen Schweinereien und die Finsternis, die bei uns in unseren Ländern, in deutschsprachigen Europa und dann darüber hinaus freigesetzt wird. Das heißt, es wird Licht kommen und die Lüge und die Betrügereien und die Manipulation wird aufgedeckt. Ich weiß, dass es kommt. Ich weiß es. Das ist ein Glaube, wo du sagst, ich glaube, dass ich glaube, dass ich glaube, dass ich weiß. Es ist unerschütterlich. Ja? So, jemand anders sagt vielleicht, naja, kann kommen oder nicht oder weiß nicht. Ja, mal gucken, vielleicht auch nicht oder doch oder glaube ich gar nicht. Das ist einfach dieser Glaube, wo du sagst, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich weiß, dass es kommt. So, und dieser Glaube, das ist, glaube ich, etwas, was der Herr wirklich uns als Geistesgabe schenkt. Und es ist gut, wenn du darum bittest, dass der Herr dir diese Gabe des Glaubens gibt. Ja, Gabe des Glaubens. Durch diese Dinge haben Leute Sachen erlebt. Ja, Hebräer 11, die Glaubenshelden. Und wenn du in die Kirchengeschichte guckst, so voll von diesen Glaubenstaten. Oder vorhin, ja, Paulus schüttelt die, guck mal, der guckt sich die Schlange an, die hat sich da in seiner Hand festgebissen, funkelt ihn böse an, ja, und so weiter. Und er schüttelt die ins Feuer. Thema erledigt. Warum? Weil er hat Gott geglaubt, der einen Engel geschickt hat und gesagt hat, du wirst vor Cäsar stehen. Der wusste, egal was hier passiert, ist nichts. Ist nur der Deibel mit seinem Dreck. Nichts Ernstzunehmendes, ja, weg damit. Ja, so. Er wusste, wenn Gott etwas gesagt hat, egal was passiert, ich stelle mich da drauf. Und es war wirkungslos. Das ist die Gabe des Glaubens. Ja? Er hat dem Wort Gottes geglaubt und nicht dem, was er da sieht. Ja? Wie die Schlange das Gift in seine Adern spritzt und was nicht alles. Ja? Vielleicht hat er sogar was gespürt. Aber er hat geglaubt. Weg mit der Schlange ins Feuer. Halleluja, Herr, weiter mit dir. So sollen wir vorwärts gehen. Das ist, glaube ich, echt diese Gabe des Glaubens. So, das nächste ist Heilungen. Interessanterweise steht das da in Mehrzahl. Die Gabe der Heilungen. Oh wei, das ist etwas, wo so unvorstellbar der Feind drum kämpft, dass die Leute da nicht hineinkommen. Denn wenn sie am Körper geheilt werden, verliert er natürlich massiven Zugriff an sie. Wenn er Psyche geheilt werden, verliert er noch mehr Zugriff. Ja, also Heilung als gewaltiges Zeugnis, wo die Leute natürlich sehen, das Ding ist real und gerettet werden. Er hasst Heilung, er kämpft gegen Heilung. Er ist derjenige, der Krankheit, Elend, Not und sonst was schickt. Und üble Theologie. Üble Theologie, die beispielsweise sagt, oh, die Krankheit kommt von Gott.
Aha. Hier gibt es keine Krankheit. Und Gott schickt seine Leute, um das, was hier ist, hier freizusetzen. Heilung, Gesundheit. Hier im gefallenen Weltsystem, da gibt es Krankheit, da gibt es Not, da gibt es Elend, da gibt es Lüge. Ehrlich, wer sagt, Krankheit kommt von Gott, sei vorsichtig. Du wirst dich davor rechtfertigen müssen, vor dem Herrn der Herren. 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Weißt du, was das ist? In einem Vers, in einem Satz steht hier, weil er für uns gestorben ist am Kreuz, sind wir frei von unseren Sünden. Wir sind den Sünden abgestorben. Ja? Am Kreuz dürfen wir den Sünden abgestorben hier hineinkommen ins Reich Gottes. Das steht da. Und im gleichen Vers steht drin, durch dessen Striemen seid ihr geheilt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, der erste Teil des Verses gilt noch heute. Wir sind noch gerettet durch das, was er getan hat. Der zweite Teil gilt nicht mehr. Durch seine Striemen sind wir nicht mehr geheilt. Heilung war früher, Heilung war in der Urgemeinde, Heilung ist heute nicht mehr. Hä? Hey, das ist ein selektives Auseinanderklamüseln von biblischen Wahrheiten, die ich als sehr, sehr kritisch sehe. Sehr kritisch. Wenn wir hier sind, ist Heilung unser Erbteil. Ich weiß, es ist etwas, was wir wenig erleben und wo wir noch viel, viel, sagen wir mal, Luft nach oben haben. Ich weiß, dass da unendlich viel Enttäuschung ist und ich weiß, dass Leute, für die viel gebetet wird, noch sterben. Aber ich glaube, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo wir Heilung jeden Tag sehen werden. Wo wir in Heilung, in Kraft und Power hineingehen werden. Wo sich das ändern wird. Ich bete dafür, dass diese Zeit kommt, wo jeder, für den gebetet wird, geheilt ist. Ja, es ist noch nicht da, während wir hier sind. Aber durch die Invasion des Himmels in dieses verrottete Weltsystem hinein, werden wir auch in Deutschland, Österreich oder Schweiz dahin kommen. Das glaube ich. Ja? Petrus bezieht sich in diesem Vers, den ich gelesen habe, auf Jesaja 53, Vers 5. Da steht das Gleiche drin. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Das spielt auf Yom Kippur-Opfer an übrigens. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. In einem Satz, in einem Vers, die Kombination, du bist gerettet und du bist geheilt, weil du bist hier. Das ist die Wahrheit. Heilung ist Teil des göttlichen Erlösungsplans. Jesus starb zur Vergebung unserer Sünden und durch seine Leiden sind wir sowohl geistig wie körperlich geheilt. Wie gesagt, ich weiß, super kompliziertes Thema, sehr schwierig, extrem viel Enttäuschung, aber im Geist müssen wir erfassen, was die wirkliche Wahrheit ist und uns da andocken und aufhören, von dem Gequake und den Einflüsterungen und der Propaganda des Feindes uns da, wie soll ich mal sagen, verwirren zu lassen. Ja? Und es ist wichtig, wichtig, dass wir als Botschafter des Herrn diese Gabe in uns aktivieren, um den Menschen zu helfen. Ja, das ist bei uns auch nicht auf dem Level, wo wir gerne wären. Aber wir beten darum, dass wir sagen, Herr, wir wollen, dass diese Gabe freigesetzt ist in uns. Wir wollen, dass wenn wir den Mund aufmachen und beten, dass die Leute geheilt sind, wir strecken uns danach aus, wir beten dafür, wir wollen es haben. Warum? Weil wir wissen, das wird hier Menschen für Zeit und Ewigkeit retten. Deshalb, ja, es ist etwas, wo wir uns ausstrecken danach. Es ist ein riesiges Thema. Ich kann das hier natürlich nur kurz anreißen. Es ist ein riesiges Thema. Wir haben auch verschiedene Bücher bei uns im Shop, die dieses Thema weiter erklären. Und also da kannst du gerne dich mit beschäftigen, wenn du natürlich weiter einsteigen willst. Aber hier jetzt im Rahmen dieser kleinen Übersicht wollen wir es damit mal belassen. Wichtig ist, streck dich danach aus, damit du jemand wirst, der für andere wirklich Heilung bringt. Und ich glaube, dass viele, viele, viele von uns genau das in den vor uns liegenden Jahren erleben werden.
Die nächste Gabe. Die Gabe der Wunderwirkungen. Halleluja. Also das ist ja was, was um mir gefällt. Ne? Also da bete ich für. Das finde ich absolut cool. Wunderwirkung. Weißt du, viele Christen lesen beispielsweise so etwas wie hier in Apostelgeschichte 8, Vers 6. Da heißt es, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was Philippus geredet, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Ein super Bibelvers. Aber hier heißt es, die Volksmenge, sie Zeichen, und dann kommt die Erklärung, das waren Befreiungsdienst und das war Heilung. Und deshalb gibt es viele Christen, die denken, dieser ganze Dienst von Zeichen und Wundern erschöpft sich mit Heilungen und mit Befreiung von dämonischen Gebundenheiten. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es da noch einen völlig anderen Bereich gibt, den der Herr freisetzen möchte. Und es gibt auch viele, viele Berichte weltweit vom Missionsfeld und so weiter, wo wir das mitbekommen, wo wir das lesen. Der Begriff, der hier mit Wunderwirkungen wiedergegeben ist, heißt auf Griechisch Energemata Dynameon. Da steckt also Dynamit und Energie drin. Ne? Energemata Dynameon. Und das heißt wörtlich Wirkungskräfte zu Machttaten. Die Gabe des Heiligen Geistes, Wirkungskräfte zu Machttaten zu haben. Also Halleluja, das finde ich nur wirklich grandios. Und für mich heißt das die gesamte Bandbreite von Zeichen und Wundern, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja? Es gibt so eine Fülle, wenn du dich damit beschäftigst, wie gesagt vom Missionsfeld oder aus der Kirchengeschichte, was es für gigantische Wunder und Zeichen gab. Es ist grandios. Und da wollen wir auch mehr hinein. Also ich möchte es mal so sagen. Es gibt mehr Kraft als, verstehe mich richtig, nur Heilung und nur Befreiung. Es gibt mehr. Der Herr hat eine ganze Bandbreite von dem, was er für uns hat. Und das sehen wir ja auch bei Jesus. Das sehen wir auch bei Jesus in seinem Dienst. Wenn du die Evangelien dir anguckst und das mal so ein bisschen Gewicht ist, dann denkst du, naja, also der hat ein Drittel seiner Zeit gepredigt, ein Drittel seiner Zeit Befreiungsdienst gemacht und ein Drittel seiner Zeit geheilt. So etwa kommt das von dem Wirken rüber. Ansonsten hat er gegessen. Ne? Also so, wenn du die Evangelien liest. Ganz interessant. Ja? Und Johannes 14 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Halleluja. Ja? Das, was er getan hat, von hier freigesetzt, hat er, also von hier kommend hat er es hier freigesetzt, die gleichen Werke, das Gleiche, was er gemacht hat, soll auch durch uns fließen. Ne? Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Größere, ich glaube, es sind quantitativ größere, weil niemand kann Größeres tun, als Jesus getan hat. Er hat den Weg frei gemacht für uns alle. Er ist der Herr für uns alle. Jedes Knie wird sich in seinem Namen beugen. Ja? So, also ich glaube aber, dass wir quantitativ größere Dinge tun können. Schau mal, Reinhard Bonke hat mal vor Urzeiten ein prophetisches Wort bekommen. Da hat ihm jemand gesagt, es kommt der Tag, da werden sich 1 Million Menschen in einer einzigen Versammlung bekehren. Ja, der hat gesagt, zu dem Zeitpunkt war das sowas von unwahrscheinlich und unvorstellbar. Aber 16 Jahre später schon kam es dazu. In einer einzigen Veranstaltung, da waren etwa 1,6 Millionen Leute anwesend, haben fast 1,1 Millionen, haben schriftlich dokumentiert, dass sie Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen wollen. So, das ist quantitativ mehr als das, was Jesus gemacht hat. Er hatte allein von den technischen Möglichkeiten nicht die Möglichkeit, zu 1,6 Millionen Leuten zu sprechen. Ja? Also so verstehst du mich, verstehe ich das, dass ich sage, okay, größere Taten, aber
quantitativ größere. Ja, einfach aufgrund der Möglichkeiten und Ressourcen, die wir heute haben. Gut, ja, ich glaube, diese Gabe von diesen Wunderwirkungen steht auch uns heute zur Verfügung. Und wie gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fangt doch einfach mal darum zu beten an. Beispiele, die jetzt nicht Heilung und Befreiung sind im Dienst Jesu, sind die Sturmstillung, ja, oder wo er auf dem Wasser gegangen ist, die Speisung der 4000, die Speisung der 5000, das Wasser zu Wein geworden ist, ja, auch der wunderbare Fischzug, wo er sagt, werft mal das Netz auf der anderen Seite aus oder sowas, oder selbst solche Kleinigkeiten wie diese Münze da in dem Maul von dem Fisch. Ja, das sind Sachen einfach, die nochmal andere, aus einem anderen Bereich sind. Ne? Und ich glaube, dass dieses eben diese Gabe der Wunderwirkung ist, die uns zur Verfügung steht. Ha? Wirkungskräfte zu Machttaten. Halleluja. So, jetzt kommt der Knaller. Prophetie. Prophetie ist natürlich mein Favorite, weil der Herr mich da gebraucht. Ja. So, Prophetie ist etwas, was vom Heiligen Geist kommt und was einfach rausfließt. Du machst den Mund auf und es fließt. Es kommt einfach. Ja. Es ist etwas, was der Herr gebraucht in ganz unterschiedlichen Situationen. Das kann beispielsweise bei einem Telefonat sein, das kann beispielsweise sein, wenn du mit jemandem sprichst und auf einmal hast du so ein du weißt einfach prophetisch was, du hast ein Wort und du gibst es weiter. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, kann sehr eng mit Wort der Erkenntnis auch zusammenhängen. Ja, manchmal ist es auch mehr so eine Verlautbarung, so ein Ausspruch, ja, so etwa einfach biblische Wahrheiten, als jetzt unbedingt eine Vorhersage von künftigen Ereignissen. Da gibt es ein riesiges Spektrum, ne? Prophetie. So, ich glaube, Prophetie ist etwas, was zutiefst aus dem Herzen Gottes kommt. Und wir sagen immer wieder, guck mal, in dem ganzen System von der Lüge, in dem ganzen System von der Manipulation, in dem ganzen System von diesem Wahnsinn, der hier momentan passiert auf der Welt, wir müssen wissen, was Gott sagt. Du kannst dich fast auf nichts verlassen, was in der Welt gesagt wird. Lüge, wo du hinguckst. Es gab ja dieses prophetische Bild, dass die Erde, der ganze Globus eingehüllt wird in einen schwarzen Mantel von Lüge. Ja, dass die Hölle sozusagen ihre letzten Taschen geleert hat. So, das ist momentan unser Zustand. Und wir müssen wissen, was Gott sagt. Als Christen müssen wir es wissen. Wir müssen wissen, wenn wir Botschafter sind und so weiter, was kommt denn aus dem Land, das wir vertreten? Was ist denn die Message? Ja? Und stattdessen sitzen die Christen hier, gucken ganz Tag Nachrichten und beschäftigen sich damit, was hier an Lüge und Schwachsinn verzapft wird und haben keine Ahnung, was hier Gott spricht. Und es ist ein Elend und eine Not, dass viele, viele Christen leider, also ich sage wirklich, Gott sei es geklagt, leider das, was in der Welt erzählt wird, was da an Informationen kommt, was da an Nachrichten kommt, das glauben sie. Einfach unbesehen. Das ist die Wahrheit. Aber wenn jemand kommt und sagt, hier, der Herr hat eine Botschaft aus dem Reich Gottes, nee. Dann sind da Vorbehalte und sonst was, Befürchtungen und sowas. Und das ist total verrückt. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit, aber wir müssen uns auch der Wahrheit aussetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was Gott sagt. Zwingend notwendig. Wenn Christen hier im System der Lüge das glauben, was da verzapft wird, haben sie ein echtes Problem. Ja, haben sie ein echtes Problem. Und wenn sie dann noch den Heiligen Geist ablehnen, dann wird es noch schwieriger, weil er ist nämlich der Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Und wenn du den ablehnst, dann bist du hoffnungslos der Lüge ausgeliefert. Echt ätzend. Das ist eine schwierige Situation. Und das ist vor allen Dingen für Deutsche eine schwierige Situation, weil wir hatten hier nämlich die Ablehnung des Heiligen Geistes vor etwas über 110 Jahren. Ja, was riesige Türen geöffnet hat für entsetzliche Dinge der Finsternis. Natürlich gibt es falsche Propheten. Ja, es gibt falsche Propheten. Nicht jeder, der sagt, so spricht der Herr, ja, ist automatisch ein richtiger Prophet. Es gibt Leute, die irgendwas prophezeien. Das ist nicht immer, manchmal ist es einfach nur unreif oder sowas. Ja. Aber dafür soll man das prüfen. Und sagen, ich bete darüber, was gibt der Herr mir persönlich? Ist das was, wo ich mich sage ich, das ist gut oder habe ich da irgendwie, weiß nicht oder verstehe es noch nicht? Dann lass es doch zur Seite. Du selber hast die Verantwortung, es zu prüfen und zu sagen, okay, das nehme ich,
als Wort Gottes in der Situation und gehe damit vorwärts. Ja? Deshalb, ich hatte es letzte Woche gesagt, deshalb haben wir sehr viele Prophetien gesammelt, ja, über das, was Gott tun wird, gerade auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, im deutschsprachigen Europa und auch darüber hinaus, damit wir wissen, was ist denn die Absichten Gottes. Weil hier wirst du die nicht finden, wenn du sie nicht von hier bekommst oder von den Repräsentanten, die der Herr dafür gebrauchen möchte. Ja? Wir müssen Prophetie schätzen und wir müssen sie auch mit dem Wort Gottes abgleichen. Ja? Ein anderer Gedanke. Der Feind hat auch seine, in Anführungsstrichen, Propheten. Propheten der Finsternis, Propheten der Lüge, Propheten des Untergangs. Beispielsweise, jetzt gehe ich mal ein bisschen aufs Eis, beispielsweise die Medien. Medien prophezeien auch irgendwas. Sind auch irgendetwas, ein Medium, was etwas weitergibt, eine Botschaft. Denkt mal drüber nach. Zum richtigen Umgang mit Prophetie, im richtigen weisen Umgang gibt es einige Bibelstellen, die ich dir empfehle. Die kannst du mir vielleicht mitschreiben, wenn du möchtest. Einfach um zu beurteilen, ist das etwas, was jetzt für mich dran ist oder nicht. Da ist 1. Korinther 14. Und da gibt es ein paar Verse, die besonders wichtig sind. Vers 1, 3, 5, 31 und 39. 2. Petrus 1. Vers 21, 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21 und Amos 3, Vers 7 bis 8. Schau, mit den Propheten, das ist so eine Sache. Man denkt immer, die stellen sich dahin, lassen Hosenträger schnalzen und geben dann da selbstherrlich irgendwelche Worte Gottes weiter. Ich sage dir eins, das ist so nicht. Ich habe das selbst erlebt. Du machst dich, wenn du natürlich mit einer, wo du empfindest, das ist ein Wort Gottes. Du hast gebetet, du hast gerungen, vielleicht hast du gefastet und du hast etwas, was du von Gott empfangen hast und sagst, okay, ich gehe jetzt und ich öffne mich und lass das raus. Hier, du machst dich sowas von verletzlich. Du bist sowas von, wie soll ich mal sagen, du öffnest dich so sehr. Lass mich so sagen, jeder Trottel kann daherkommen und dich beleidigen und beschimpfen und verunglimpfen. Und ich habe das erlebt. Ja? Leute, die wirklich ehrlich, lass mich so sagen, die echt nichts auf die Reihe gekriegt haben, die dann kommen und einen beschimpfen und beleidigen und sonst was über Dinge, die dir heilig sind, die du mit dem Herrn bekommen hast. Das ist nicht so, dass ein Prophet da sich hinstellt und einen dicken Mann macht. Gar nicht. Das ist eher etwas, das, wie es auch heißt, ja, dass er sie mit Zittern und Zagen sagt, okay, Herr, ich vertraue dir, ich sage es jetzt, wie ich es empfunden habe. Und dieser Punkt, das ist etwas, was Überwindung kostet. Und da kommt dann auch wieder dieser Aspekt von der Menschenfurcht rein. Ja? Aber häufig ist es leider, leider so, dass auch Christen dann, jemand, der prophetisch redet, die machen den fertig, die treten den nieder. Weißt du, es ist so einfach, jemand, der es wagt, ein prophetisches Wort weiterzugeben, in Grund und Boden zu machen. Und deshalb sagt die Bibel, prophetische Rede verachtet nicht. Warum steht das in der Bibel? Weil es leicht ist, sie zu verachten. Das ist der Punkt. Es ist leicht, sie zu verachten. Ja? Und sie sagt, eifert danach. 1. Korinther 14, Vers 39. Und sie sagt, es ist etwas, so schreibt Paulus, was ich möchte, dass ihr alle habt, das für alle gilt. Ja? Für alle, 1. Korinther 14, Vers 5. Das ist etwas, wo sich jeder nach ausstrecken möchte. Alle sollen prophetisch reden, alle sollen weissagen. Alle sollen in Sprachen reden. So steht es in 1. Korinther 14. Ja? Alle Christen. Das ist etwas, was für jeden Repräsentant eigentlich zur Verfügung steht. Und das wäre das Beste, was passieren könnte, wenn hier in diesem Weltsystem die Christen auf einmal anfangen würden, prophetisch zu reden. Ja, prophetisch zu reden auf allen, in allen Varianten. In einem persönlichen Gespräch, ja, wo du mit jemand sprichst und auf einmal sagst du, Moment mal, bei dir. Ja, also in Afrika, da ist das in genialer Weise freigesetzt. Ja, dann hast du solche Szenen etwa folgendermaßen. Dann sagt der Prophet, Moment mal, ich sehe
bei dir in deinem Haus. Drei Stufen, dann habe ich da eine Tür, braune Tür. Gehen wir rein, da ist jetzt das Wohnzimmer, da ist das Sofa, da ist die Küche, da ist der Kühlschrank. Im Kühlschrank zwei Flaschen Cola und da hast du was drin. Was ist das, was da in der Schüssel ist? Ja? Wo hast du das her? Das ist von der Hexe. Das Zeug ist das, wo das Übel herkommt. Was immer du da hast und was da gegessen wird. Also als Beispiel, nur mal jetzt rein fiktives Beispiel. Weißt du, das ist Prophetie, die aus dem Geist kommt, die freigesetzt ist in dieser Situation für diesen Menschen. Du, das gibt es in Afrika, in den Gemeinden, also hundertfach und tausendfach, in allen Varianten. Das ist etwas, was der Herr gebrauchen will, um irgendwelche Dinge mit anderen Menschen freizusetzen. Ja? Oder irgendwelche unerklärlichen Blockaden, unerklärlichen Probleme im Leben von irgendwelchen Leuten. Ja? Wo dann das prophetische Wort kommt und sagt, Moment mal, da, irgendeiner deiner Vorväter, dein Großvater, der hat eine Gräueltat begangen, wurde verflucht und deshalb hast du das. Und das muss abgeschnitten werden. Oder, oder. Weißt du, Prophetie, ganz praktisch. Nicht im Sinne von, Gott sagt, die Nation wird das und das betreffen, sondern dieser eine Mensch, was ist da das Problem? Was ist die Situation? Ja, da gibt es ein riesiges Spektrum von prophetischen Worten. Und deshalb sagt die Bibel, jeder sollte prophetisch reden, weil das wäre das, was eigentlich das Beste ist. Ja? Und das ist auch die Situation, ja, wie es in 1. Korinther heißt, wenn ihr in der Gemeinde seid, ja, und dann kommen Ungläubige und ihr weissagt und die werden überführt. Genau, so soll es sein. Das ist etwas, was der Herr möchte, wo wir uns nach ausstrecken sollen. Das ist etwas absolut Notwendiges. Und wie gesagt, eigentlich etwas, was für jeden Christen zur Verfügung steht. Und da möchte ich dir dieses Buch an der Stelle empfehlen, von Holger Genzmer. Den hatten wir schon verschiedentlich mit seiner Frau Claudia bei uns, auch zu Seminaren, super Typ. Gottes Botschaften hören und verstehen. Holger ist Pädagoge und er bringt das auf einem super, super, super guten Level, einfach so, dass du merkst, ey, der Herr will mich gebrauchen, um durch mich zu sprechen, prophetisch zu sprechen, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, die Gabe der Prophetie, ein Praxisbuch. Extrem zu empfehlen. Ich kenne nichts, was so praktisch und so entspannt ist wie die Seminare von Holger und Claudia zu diesem Thema. Kommen aus Frankfurt, haben da eine Gebetsarbeit und wie gesagt, dieses Buch Gottes Botschaften hören und verstehen kostet 10 Euro, extrem zu empfehlen an der Stelle. Gabe der Prophetie für alle. Und ich persönlich glaube ja, dass alle diese Gaben für uns alle sind und wir uns danach ausstrecken sollen. Okay, jetzt kommt die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich schreibe hier mal nur Unterscheidung hin, wegen dem Platz. Unterscheidung der Geister. Ja, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Hey, das ist extrem wichtig. Ja, das ist extrem wichtig, weil es ist eine Gabe, die befähigt dich zu beurteilen, was da passiert und wo das herkommt. Das ist jetzt nicht, dass du die Geister sehen kannst, ich meine, das können auch manche Leute, ja, sondern das ist etwas, dass du im Natürlichen eine Situation siehst und du kannst sie beurteilen. Du kannst sagen, Moment mal, hier ist folgende Situation. Ja, du kannst sagen, hier ist was Böses oder hier ist was Gutes. Ja, du empfindest das, was dahinter ist. Der Mensch, der die Gabe der Unterscheidung hat, der kann sagen, das ist wirklich von Gott. Das ist wieder göttlich oder das ist einfach nur menschlich. Der hat die Fähigkeit, das zu unterscheiden. Und weißt du was? Diese Gabe ist eine irrwitzige Mangelware in unserer deutschen Christenheit, soweit ich das kennengelernt habe. Sorry, wenn ich das mal ganz offen raushaue, aber ich habe so viele Pastoren kennengelernt, bei denen genau diese Gabe fehlt. Es ist echt wichtig. Ja? Das heißt, das sind Leute, die kommen in eine bestimmte Situation rein und sagen, hier stimmt was nicht. Alle anderen sind happy, alle anderen haben kein Problem. Die sagen, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht richtig, irgendwas ist faul. Ja? Oder sie sprechen mit jemandem und sie wissen, hier ist was nicht richtig, hier ist Lüge. Ja? Hier ist irgendwas, also wenn ich im Nachrichten irgendwelche, oder im Fernsehen irgendwelche Leute sehe, oder auf einem Bild oder was, ja, ich sehe die Person,
Und hast sofort ein Zeugnis, sagt er die Wahrheit oder nicht. Und das ist mitunter ziemlich ernüchternd. Ne? Die anderen empfinden nichts, aber man empfindet, hier ist was unsauber. Oder hier ist Missbrauch. Ja? Hier stimmt was nicht. Oder bei mir ist das so, ich sage, hier stinkt es im Geist. Hier stinkt es im Geist. Ja? Beispielsweise wegen Korruption oder was, wo du ein Empfinden hast. Ne? Das ist eine Gabe, wo du sagst, ist das wirklich der Engel des Lichts? Ha? Ist das echtes Licht oder ist das nur der Feind? Und dieses Ding ist extrem wichtig, extrem wichtig. Diese Leute, die die Gabe haben, wissen auch, wo falsche Prophetie ist. Ja? Die erkennen, wo ist Lüge, wo ist Manipulation, wo ist Betrug, wo ist, wo ist, wo ist. Und diese Gabe ist so wichtig, wenn wir hier sind, bei der Propaganda des Feindes, die an allen Seiten auf uns einprasselt, und wir haben diese Gabe nicht, ja, dann denken wir womöglich, dass der Lügendreck der Welt die Wahrheit ist. Und das ist das, worauf der Feind agiert. Und deshalb ist diese wichtige, wichtige Gabe etwas, wonach wir uns alle ausstrecken sollten. Ja? Und da ist was Interessantes. Wir haben doch die Gebetsgruppe mit den Nissibetern gegründet. Ja? So eine Truppe von Leuten, die wirklich im Gebet vorwärts gehen wollen für unsere Länder und so weiter und die sich nicht um irgendeine Political Correctness kümmern, sondern die so beten, wie es nach dem Herzen Gottes ist. Ne? So, und wir haben dann so einen Antrag und es ist faszinierend. Ja, da wird auch abgefragt, so, wie sind so deine Gaben, wie schätzt du das ein? Das meiste, was diese Nissi-Beter auszeichnet, ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das sind Leute, die haben gemerkt, hier stimmt was nicht. Irgendwas läuft hier. Das ist nicht in Ordnung, was hier läuft. Und deshalb sind sie da in diese Gebetsgruppe gekommen. Ich fand das faszinierend. Ja, die sagen, hier ist etwas im Gange. Hier wird uns irgendwas erzählt, aber das ist nicht die Wahrheit. Da steckt etwas dahinter, weil sie diese Gabe haben. Und das Interessante ist, dass Leute, die diese Gabe haben, die sagen das dann beispielsweise in ihrer Gemeinde, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann werden sie beschimpft. Und dann werden sie ausgegrenzt und dann werden sie womöglich aus der Gemeinde geschmissen oder sind nicht mehr gerne gesehen. Und das ist das Dümmste, was die Gemeinde machen kann. Weil die Gabe, die diese Leute haben, ist zwingend notwendig, um wirklich in der Wahrheit zu stehen und sich nicht vom Lügensystem der Welt überwältigen zu lassen. Es ist absolut wichtig, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ja? Viele Christen haben diese Gabe nicht. Wir sollten dringend, dringend darum beten, in der Situation, in der wir sind. Wir brauchen sie mehr als je zuvor. Mir fiel eine Geschichte ein, fast 20 Jahren, war folgende Situation. Wir kamen in einer Großstadt in Deutschland in eine neue Gemeinde und so weiter. Und da war der Pastor und alles gut und ganz normal. Ja? Und da waren verschiedene Leiter, die dann so rundum gepredigt haben. Und immer wenn der Hauptpastor gepredigt hatte, passierte etwas ganz Eigentümliches. Ich saß da in meiner Reihe, dachte an nichts und der fing an zu predigen und in mir fing ich an zu predigen. Und ich begann zu predigen und zu predigen. Ich wusste gar nicht, was abging. Ja? Ich fing einfach an zu predigen und ich predigte über Gottesfurcht. Ich predigte über reinen Lebensstil. Ich predigte über Läuterung. Ich predigte über Heiligung und solche Themen. Jedes Mal, also bestimmt 5, 8 Mal. Ja, und irgendwann kam dann raus, wenn der Pastor da gepredigt hatte, es ging immer um Gnade, ja, er war viele Jahre schon in Ehebruch. Und die Gemeinde ist fast kaputt gegangen unter dieser Geschichte, als das dann ans Licht kam. Das Interessante war, ich wusste überhaupt nicht, was abging. Aber in mir stand etwas auf gegen diese Predigt. Vielleicht kennst du sowas Ähnliches, wo du einfach empfindest, hier stimmt was nicht und in deinem Geist passiert irgendwas, wo du Position beziehst. Das kann diese Gabe sein. Und ich möchte dich da wirklich ermutigen, da weiterzugehen. Diese Gabe hilft uns vor Verführung. Diese Gabe hilft uns, wenn wir so durch feindliche Minenfelder gehen. Diese Gabe hilft uns, in der Wahrheit des Herrn zu bleiben. So, jetzt kommt die Sprachenrede.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9 haben wir insgesamt. Sprachenrede. Zungenrede. Ja, die Sprachenrede ist bei der Geistestaufe, wie du es auch in der Bibel findest, im Neuen Testament, kriegst du auch nicht weg, immer das Hauptkennzeichen. Ja, das ist das Hauptzeichen der Geistestaufe. Ja, dass die anfingen, in ihnen unbekannten Sprachen sprechen zu können, die ihnen unmittelbar vom Heiligen Geist eingegeben worden sind. Das waren beispielsweise damals beim ersten Pfingsten in Jerusalem menschliche Sprachen, die anderen Leute verstehen konnten. Das kann also eine irdische Sprache sein, das kann eine himmlische Sprache sein. Ja, auf jeden Fall ist es etwas, was aus dem Geist kommt. Ich hatte vorhin so eingangs schon erzählt, dass es nicht aus dem Verstand, nicht aus dem Gehirn kommt, sondern aus dem Geist, dass der Geist das artikuliert. Ja, es ist etwas, was aus dem Geist herauskommt. Und die Gebetssprache, wenn es eine Gebetssprache ist, dann sprichst du zu Gott. Du sprichst Geheimnisse zu Gott, du redest mit Gott, du beschäftigst dich mit Gott. Ja, nach meinem Dafürhalten braucht das keine Auslegung, weil du redest zu Gott. Ja, du redest nicht zu Menschen. Was anderes ist es, wenn du eine Sprachenrede weitergibst. Ja, wenn du also eine gezielte Botschaft weitergibst, ähnlich wie ein prophetisches Wort. Ich werde da gleich noch drauf eingehen. Ja? Aber wir müssen verstehen, Sprachenrede, ich hatte vorhin schon gesagt, ist etwas, was für mich wie so ein Türöffner ist, damit diese anderen Gaben wirklich freigesetzt sind und wir hier einfach lernen, als Botschafter, als Gesandte des Reiches Gottes zu agieren. Ich finde Sprachenrede absolut genial. Jetzt gibt es Leute, die haben ein Problem, weil sie haben die Geistestaufe empfangen und dann kommen nur 1, 2, 3 Silben. Und sofort ist der Teufel da und sagt, das bist du selbst. Natürlich bist du selbst, wer sonst ist er? Du redest ja, ne? Also bist schon du selbst, aber es ist der Geist, der eben durch dich spricht. Und du hast vielleicht nur 3 Silben. Du, vielleicht sind das 3 Silben, wo du sagst, Herr, ich liebe dich. Vielleicht. Und vielleicht musst du diese Silben 500, 800, 1000, 2000 Mal einfach mal sagen, um dem Herrn deine Liebe auszudrücken. Wenn du sagst, ich habe nur die 3 Silben, es kommt immer das Gleiche. Ja, vielleicht lass einfach mal raus. Vielleicht sagst du nur, oh Herr, ich liebe dich. Oder Herr, ich danke dir. Oder irgendwas, was sich aufgestaut hat in deinem inwendigen Menschen, ja, und was dringend sich artikulieren muss. Irgendwann wird es sich ausweiten, irgendwann wird es wachsen, irgendwann wird es weiterkommen. Ja? Ich bin überzeugt, das ist eine Gabe, die für jeden Christen zur Verfügung steht. Und es gibt so viel Irrlehre, falsche Theologie, Befürchtungen, irgendwas, was das versucht runterzudrücken, weil ich überzeugt bin, dass der Feind es hasst. Weil er weiß, welche Power und welche Kraft da drin ist und vor allen Dingen, wie es hilft, den anderen Gaben sich dann zu entfalten. Ja? Also ich bin absoluter Fan von Zungenrede, Sprachenrede. Und deshalb heißt es in 1. Korinther 14 auch, hindert das Reden in Sprachen nicht. Ich wünschte, das würden die Gemeinden umsetzen. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Aber viele tun genau das. Sie hindern das Reden in Sprachen. Aber wir nicht. Und wir schämen uns auch nicht, vor laufender Kamera in Sprachen zu reden. Ja? Wir haben da keine Scheu. Warum denn? Ist doch von Gott. Es ist nichts, was wir machen können. Ja? Ich singe ja nicht ein auswendig gelerntes Lied. Es ist etwas, was einfach aus dem Geist kommt. Boshikapasia, kalamanaya, kasambo malai, rosopatakashi, kalabasoya, manatoya, kasuya, kalabadaya. Ich habe nicht eine Sekunde nachgedacht. Das ist einfach etwas, was da ist, was aus dem Geist kommt. Ja, was einfach herausfließt. Es ist etwas, was der Herr schenkt. Und wenn du in Sprachen redest, verachte es nicht. Aktiviere es. Das war das, was ich am Eingangs vorgelesen habe. Paulus, wo er zu Timotheus sagt, hey, entfache die Gabe, bleib dran. Bleib dran, es ist zwingend notwendig, weil du bist hier, ja, und du sollst dieses System verkündigen. Und der Herr hat dir Ressourcen gegeben, die grandios sind. Halleluja. Und an der Stelle möchte ich nochmal, habe ich schon oft gemacht, an dieses PDF erinnern. Wir haben ein PDF, Bitten um den Heiligen Geist. Das war das Buch, was mir
und meiner Frau damals geholfen hat, den Durchbruch zu bekommen. Ja, und vielen anderen, was wirklich ein Segen war. Und durch dieses Buch werden Fragen einfach geklärt und es ist etwas, was einfach hilft, falsche Vorstellungen, falsche Theologie zu überwinden. Und dieses Buch Bitten um den Heiligen Geist von Dennis Bennett ist schon seit langer, langer Zeit vergriffen. Aber wir haben ein PDF und wir können dir das gerne kostenlos zuschicken. Und hier lese ich dir ein Zeugnis vor, was wir bekommen haben von jemand, der uns geschrieben hat. Ja, weil sie eben dieses Buch gelesen hat. Ja, sie hat den Heiligen Geist empfangen, hat sich taufen lassen. Seitdem tut Gott in meinem Leben unfassbare Dinge. Er hat mich total verändert. Wir haben als Familie alles Gott abgegeben und wollen ihm bedingungslos folgen. Halleluja. Die haben kapiert, welche Position sie hier drin haben. Ne? So, unsere beiden ältesten Söhne haben sich auch taufen lassen, haben den Heiligen Geist empfangen. Es ist so eine krasse Veränderung hier passiert. Der Heilige Geist wirkt und es ist so schön, mit ihm unterwegs zu sein. Das Leben ist leichter. Früher habe ich aus meiner eigenen Kraft gelebt. Heute lebe ich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Genau das ist es. Genau das ist es, was ich mir wünsche, dass Christen hineinkommen in diese Power. PDF, bitten um den Heiligen Geist, schreib uns eine E-Mail, wir schicken es dir zu, ist kostenlos und wir freuen uns über ein Zeugnis, wenn Leute sagen, jawohl, es hat bei mir auch den Durchbruch gegeben, weil das ist etwas, was uns hilft, hier siegreich, wirklich siegreich, das System des Reiches Gottes zu repräsentieren. Okay, und als letztes schreiben wir hier noch in Auslegung, das ist die Auslegung der Sprachenrede. Die Auslegung der Sprachenrede, ja, ich muss dir sagen, ich weiß nicht, 30 Jahre war ich Christ, als ich zum allerersten Mal irgendwo eine Auslegung von Sprachenrede gehört habe. Das gab es überhaupt nirgendwo, wo ich das erlebt habe. Also echte, richtige Auslegung von Sprachenrede, das hat sagenhaft, oder vielleicht war es noch länger, hat sagenhaft lange gedauert. Aber als ich das mitgekriegt habe, wie das eine junge Frau, die diese Gabe hat, wo ein Pastor in Zungen gesprochen hat und die ist aufgesprungen und hat das wiedergegeben. Es war erschütternd. Es war so ein mächtiges Wort Gottes. Es war grandios. Das hatte weder der Pastor drauf noch die Frau. Das war wirklich vom Himmel. Ja, es war etwas, was mich richtig gepackt hat. Auslegung der Sprachenrede, da habe ich kapiert, was für eine Macht das ist. Weißt du, bei Prophetie sprichst du ja immer noch in deiner Sprache. Du gibst etwas weiter. Ja, in deinem Slang, in deiner Art, wie du dich ausdrückst und so weiter. Aber hier, wenn du in Zungenrede eine Botschaft weitergibst, und das wird ausgelegt. Hier, das ist nochmal ein völlig anderes Level. Das ist kraftvoll, das ist extrem stark. Und ich habe das als wirklich, wirklich, wirklich auferbauend empfunden. Das ist jetzt etwas, was ich so extrem selten in den Gemeinden gesehen habe, dass ich sage, das ist wirklich traurig. Und auch bei uns im Dienst. Das ist erst in den letzten paar Monaten überhaupt hochgekommen. Ja? Und ich habe den Herrn gebeten, habe gesagt, ich will diese Gabe haben. Es ist gut, in Zungen zu sprechen. Es ist gut, in verschiedenen Situationen in Zungen zu sprechen. Ja, in der Anbetung oder wenn du für irgendwelche Sachen kämpfst. Es ist gut, in der Fürbitte und so weiter in Zungen zu sprechen. Aber Herr, diese Auslegung, ich brauche diese Gabe der Auslegung, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll das ist. Ja, das ist etwas, wo ich gesagt habe, grandios. Ja, das ist etwas Wunderbares. Das ist wirklich etwas, was direkt vom Himmel kommt, was direkt hier aus dem Reich Gottes kommt und dann wiedergegeben wird. Halleluja. Halleluja. Wang Ti, Yang Wang Ho, Wang Shuya, Wang Haya, Wang Tai. Tong Tia, Wang Hu, Wang Ta. Ting Ya, Hu, Wang To, Wang Tia, Wang Tai. Ich, der Herr, lüge nicht. Ich gehöre nicht zum System der Lüge dieser Welt.
Ich sende euch als Licht, als Wahrheit in das System der Lüge, des Betruges, der Finsternis. Tong tia wang hu to yang wang tia wang to tong ya hi wang tuya tia wang to wang hia wang tai. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Der, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und das bin ich. Ich bin in dir. Sei getrost. Sei mutig. Wang tu. Hiang wang ti ya wang to. Yang ti. Hiang wang hu. Tong to ya wang hi ya wang tai. Ting ta ya wang hi. Tong to. Tang tu wang hi ya wang tai. Sei getrost, sei mutig, sei stark. In der Zeit, die vor dir liegt, geh als mein Botschafter. Geh als Gesandter des Himmels. Die Kraft des Himmels ist mit dir. Die Ressourcen des Himmels sind mit dir. Das Licht ist mit dir. Nichts kann dich überwinden. Denn ich bin in dir. Tong ya, hi wang to, wang tia, wang tai. Spricht der allmächtige Gott. Weißt du, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe oder was irgendwie da war, sondern das ist etwas, wo man den Mut haben muss, einfach den Mund aufzumachen und sagen, Herr, lass fließen. Ich habe keine Ahnung, was das werden würde. Ja? Und so ist es etwas, wo du einfach sagst, Herr, gebrauche mich. Herr, nutze mich. Herr, nimm mich, um das freizusetzen. Nimm mein Leben und setze das frei. Gebrauche mich, um für Menschen wirklich Segen zu sein. Ja? Stell dir vor, du hast eine Situation, die so unsagbar verfahren ist. Von mir aus in einer Ehe oder in einer Firmensituation oder in irgendeiner Familiensituation, die schwierig ist. Ja? Und da kommt ein Wort Gottes mit dieser Auslegung hinein. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was stärker und tröstender und visionsgebender ist als das. Und deshalb glauben wir, dass in dieser Phase, in der wir uns momentan in der Weltgeschichte befinden, auch als Christen, ja, dass wir diese wundergaben Ressourcen, diese wunderbaren Ressourcen des Heiligen Geistes zwingend brauchen. Streck dich danach aus, bete dafür, dass du sie bekommst. Bete dafür, dass du als Botschafter hier im Land der Lüge, im Land der Finsternis, im Land des Feindes Licht, Wahrheit und Leben repräsentierst und den Menschen den Weg zeigst, ja, die Botschaft der Versöhnung, damit sie gerettet werden können. Halleluja. Der Herr hat dich hierher gesandt, um sein Repräsentant zu sein. Amen. Herr, wir danken dir für das Vorrecht, das du uns schenkst, dass wir deine Botschafter sein können. Wir danken dir für das gewaltige Vorrecht, dass wir an deiner Stadt, hier, dein Wort weitergeben können, deine Botschaft weitergeben können, deine Liebe weitergeben können, die Hoffnung weitergeben können, Menschen einfach helfen können, hineinzufinden in das ewige Leben, dass wir Botschafter der Versöhnung sein dürfen. Herr, wir bitten dich, dass wir verstehen, weshalb wir überhaupt in dieser Welt sind, wenn wir deine Kinder sind. Ja, wir sind nicht hier, um irgendeine menschliche Karriere zu machen, Geld zu verdienen oder irgendwie braves, angepasstes Leben zu haben, sondern wir sind hier als Botschafter des Höchsten, Repräsentanten Gottes, die du auserwählt hast, die du ausgerüstet hast. Und wir wollen für diese Identität, für diese Autorität, für diese Position von Herzen dir danken. Bosho Pasia Kalamanoka Sambo Matai. Korasaya kalabadoya kasia. Wir danken dir für dein ewig gültiges Wort. Wir danken dir, dass dein Wort in uns lebendig ist, yes, und zu einer Quelle wird, die du uns aufspringen lässt. Herr, ich danke dir für den Strom des lebendigen Wassers, was aus unserem Leib fließen soll, in diese Welt, zu den Menschen, die keine Hoffnung haben. Ja.
Herr, ich danke dir, dass du wirklich diese erfrischende Quelle des Heiligen Geistes bist, der uns immer wieder neu versorgt, neu erfrischt, neu ermutigt, neu dein Wort weitergibt und neu uns davon selbst ernähren lässt. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, so sollen die Erlösten sprechen. Preis den Herrn, denn ewig währt seine Gnade. Herr, wir danken dir, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit bist, ununterbrochen, unveränderbar, unwandelbar, sondern immer der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du uns sendest als deine Botschafter. Und ich preise und ich ehre dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr sagt, vertraue nicht auf das, was du siehst. Vertraue mir. Vertraue nicht auf das, was so realistisch zu sein scheint. Vertraue mir. Die Dinge im Geist sehen anders aus, als du sie im Natürlichen sehen kannst. Du sollst ein Botschafter des Reiches Gottes sein und meine Sichtweise in diese Welt bringen. Nicht jemand sein, der die Sichtweise der Welt übernimmt. Und die Hand des Herrn wird sich über Europa bewegen. Die Dinge werden nicht so bleiben, wie sie momentan sind. Die Erschütterungen werden gewaltige Umwälzungen in jedem Lebensbereich hervorbringen. Auch in der Politik, auch in den Medien, auch in der Pharmaindustrie, auch in den großen Wirtschaftsbereichen und, und. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es ist Zeit, sich bereit zu machen für die große Ernte, die der Herr der Herren in Europa, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Liechtenstein und überall hervorbringen wird, einbringen wird. Mach dich bereit, mein Volk, es ist Zeit. Amen. 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 Für diejenigen, die grundsätzlich sich mit dem Thema beschäftigen wollen, überhaupt mit dem Heiligen Geist, wie ist das mit der Geistestaufe, wie komme ich da weiter? Ganz generell, es gibt ein wunderbares Buch von einem Pastor. Pfarrer, Edgar Meyer, Überrascht vom Heiligen Geist, sehr zu empfehlen. Sehr gut geschrieben, auch sein Weg, seine Befürchtungen, seine theologischen Prägungen und so weiter, kannst du bei uns auch bekommen. Also wirklich flott geschrieben, sehr, sehr zu empfehlen. Einfach wenn du mehr vom Heiligen Geist, von deiner Kraft, von deinem Segen haben willst, dich danach sehnst. Im Shop 1480, also, und damit ist meine Buchempfehlung dann heute auch zu Ende. Das war reichlich. Das war Halleluja. Echt. Es war überhaupt ein reichlich gedeckter Tisch. Ja, komplexes Thema. Aber manchmal, ich habe vorhin so gedacht, also wir sind früher wirklich zu Konferenzen gefahren, die dauerten bis nachts 1, 2, 3 Uhr und wir waren am nächsten Tag wirklich echt müde. Aber es hat uns so weitergebracht, so bereichert und so eine Strecke in unserem Geist, in unserer geistlichen Entwicklung uns gebracht, dass das aller Mühe und aller Anstrengung wert gewesen ist. Jawohl. So, und immerhin ist es viel, viel besser, sich mit Gott, dem Heiligen Geist, mit Jesus allerdings zu beschäftigen, das in uns wirken zu lassen. Und das ist es auch, was wir euch mitgeben wollen. Jetzt lass es in dir wirken. Schau nochmal Sequenzen nach. Denk nochmal drüber nach. Wenn du dir was aufgeschrieben hast, denk auch darüber nach. Und fang an, das im Gebet mit dem Herrn zu besprechen, ihn zu fragen, ihn um Offenbarung zu bitten, um Weisheit, Erkenntnis in deinem Leben. Und ich bin sicher, er wird dir das genauso geben, genauso schenken, großzügig weitergeben, wie er das bei uns auch gemacht hat. Halleluja. Jawohl. So, damit sind wir am Ende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Die Zeit geht sehr schnell. Ja. Und wir
Wir hoffen, dass du weitergehst genau. in dem, was der Herr für dich hat. Genau. Richtig hinein. Denk an die Schlange, yes. die offenbar abschüttelt, wurde und abschüttelt. Niemand was anhaben konnte, genau. weil er sie abgeschüttelt hat. Denk an die Dinge, die der Herr durch dich tut. Genau. Wir gehen in spannende Zeiten. Yes. Sei gesegnet. Damit verabschieden wir uns.